Ja, herzlich willkommen. Wir sind noch im Technikcheck, die letzten Minuten, bevor wir gleich pünktlich um 10 Uhr starten. Teilnehmer kommen jetzt nach und nach zu uns hier rein in den virtuellen Konferenzraum. Wir möchten Sie schon mal darauf hinweisen, dass wir gleich ein interaktives Tool nutzen. Und zwar brauchen wir dafür Ihr Smartphone. Also Sie brauchen Ihr Smartphone. Und dort könnten Sie die Seite menti.com öffnen. menti.com. Und dann werden Sie aufgefordert, einen Zugangscode zur heutigen Veranstaltung oder zur heutigen Interaktion, eine kleine Mitmachumfrage. Dort müssen Sie dann einen Code eingeben. Den sage ich nachher aber auch nochmal. Wie gesagt, wir sind jetzt noch mitten in der heißen Phase, bevor es gleich losgeht. Menti.com ist das Tool, was wir gleich nutzen werden, am besten mit dem Smartphone. Und dann können Sie ein bisschen sich an den Themen beteiligen oder wir können uns vorher eine kleine virtuelle Kennenlernrunde gemeinsam vorschalten. Und damit werden wir, glaube ich, Punkt 10 Uhr auch starten. Ja, alle, die neu dazugekommen sind, wir starten gleich mit dem Smartphone. Nehmen Sie gerne Ihr Smartphone zur Hand und suchen Sie schon mal die Seite menti.com. Alle weiteren Dinge wie den Zugangscode erhalten Sie dann gleich. Ja, 10 Uhr, pünktlich geht's los. Guten Morgen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zum digitalen Praxistag Innentüren der Fachmagazine BM und DDS. Mein Name ist Christian Gahle. Ich bin der Chefredakteur des Fachmagazins DDS. Ich hatte gerade schon kurz gesagt, vor 10 Uhr, wir werden gleich eine kleine Interaktion machen. Dazu benötigen Sie Ihr Smartphone. Legen Sie das also nicht zu weit weg. Die Zugangsdaten erhalten Sie gleich. Ja, danke Christian. Ein ganz herzliches Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Christian Erdemann. Ich bin Chefredakteur des Fachmagazins BM. Christian Gahle und ich, wir begleiten Sie heute und morgen gemeinsam durch die beiden Praxistage. Bevor wir loslegen, ein paar organisatorische Hinweise noch. Als Teilnehmerin bzw. Teilnehmer sind Sie stumm geschaltet. Sie haben aber trotzdem die Möglichkeit, während der Vorträge Fragen zu stellen. Dazu finden Sie rechts unten in der Funktionsleiste ein Fragenfenster. Das können Sie aufklappen und einfach Ihre Frage dort eingeben. Wir werden den Referenten Ihre Fragen im Anschluss an den jeweiligen Vortrag stellen. Sie können sich auch persönlich an die Referenten wenden. Dazu blenden wir Ihnen später noch die Kontaktdaten der Referenten ein. Ein letzter Hinweis noch: Fast alle Vorträge werden aufgezeichnet. Sie haben also die Möglichkeit, sich diese später noch einmal in Ruhe anzusehen. Dazu senden wir Ihnen im Nachgang den entsprechenden Link zu. Starten wollen wir aber jetzt mit der bereits angekündigten Umfrage und dazu gebe ich jetzt gerne wieder an den Christian. Ja, vielen Dank. Wir blenden Ihnen jetzt einen QR-Code ein. Diesen QR-Code können Sie einfach mit Ihrem Handy abscannen, mit Ihrem Smartphone. Und schon sind Sie mittendrin in der interaktiven Umfrage. Es ist eine Art, ja, kleines Kennenlernspiel. Sie sehen uns, wir sehen Sie leider nicht, sondern wir möchten trotzdem ein klein bisschen über Sie erfahren. Wenn Sie also jetzt auf menti.com mit dabei sind, entweder über die Webseite menti.com, dann den Code 40589546 eingeben. Ah, ich sehe schon, da purzeln schon die Daumen und Herzen uns entgegen. Das ist wunderbar. Das heißt, die ersten Teilnehmer haben tatsächlich das Tool gestartet. Ja, das ist etwas Neues, was wir hier bei den Praxistagen eingeführt haben, einfach auch, um ein bisschen mehr mit Ihnen in Kontakt zu treten, auch vor den Vorträgen schon und außerhalb der Fragerunde. Wir fangen mit einer ganz einfachen Frage an. Was trinken Sie denn gerade? Ja, wenn wir uns jetzt in einer Präsenzveranstaltung treffen würden, hätten wir wahrscheinlich kannenweise Kaffee auf dem Tisch, ein paar Wasserflaschen dazu. Ist das auch das, was Sie jetzt auch zu Hause bevorzugen?
Oder sind Sie noch beim Frühstückstisch mit Milch und Orangensaft? Das können Sie uns einfach senden. Sie können jeweils zwei Getränke auswählen und dann auf Absenden tippen und schon kommen die Ergebnisse hier reingepurzelt. Die Wassertrinker dominieren heute. Das ist ja interessant. Ansonsten Kaffee und Tee, passt gleich auf. Ein Kopfrennen oder auch nichts. Ja, bis zur Mittagspause halten wir vielleicht auch so durch. Wir brauchen hier natürlich ein bisschen Wasser, um die Stimme zu ölen. Kommen wir zur nächsten Frage. Von wo aus nehmen Sie denn heute an den Praxistagen teil? Sind Sie gerade im Büro, im Homeoffice, wie der eine oder andere immer noch? Nehmen Sie aus der Werkstatt teil, das ist ja Praxistage für die Praxis. Sind Sie gerade auf dem Weg zum Kunden und kurz auf den Parkplatz gefahren und schalten sich aus dem Auto dazu? Sind Sie vielleicht im Freien, im Park, genießen das stellenweise in Deutschland sehr schöne Wetter in den letzten Tagen? Oder sind Sie schon im Urlaub und klinken sich von dort aus an? Das Büro dominiert ganz klar. Gefolgt vom Homeoffice. Klar, solche Veranstaltungen kann man auch gerne aus dem Homeoffice besuchen. Werkstatt, auch schön. So, und wofür interessieren Sie sich besonders? Das ist schon ein kleiner Einblick auf die Inhaltsangabe der kommenden anderthalb Tage. Wir haben drei Sessions für Sie vorbereitet. Konstruktion und Montage, Fertigung und Vertrieb, Gestaltung und Präsentation. Sie können jetzt ganz einfach den Hebel nach rechts schieben auf Ihrem Smartphone. 5 ist sehr interessiert. 1 ist nicht so interessiert, je nachdem, wo Sie Ihren Tätigkeitsschwerpunkt haben. Wieder auf Absenden klicken und dann sehen wir hier die Ergebnisse in Echtzeit. Die meisten interessieren sich für Konstruktion und Montage, Fertigung und Vertrieb fast gleich auf, Gestaltung und Präsentation so im mittleren Bereich. Ja, vielen Dank. Werden wir ein bisschen berücksichtigen. Ja. Welche Erwartungen haben Sie an die Praxistage? Wir haben ja schon mehrfach Praxistage gehabt in den letzten Jahren, jetzt zum ersten Mal zum Thema Innentüren. Welche Themen interessieren Sie besonders? Wir haben jetzt wieder ein etwas anderes Auswahlmenü und Sie können jetzt eigentlich nur die entsprechenden Antworten geben und dann auch wieder auf Absenden klicken. Sind ein paar mehr Antworten nötig hier jetzt, genau, dadurch haben wir ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, vielen Dank, 16 Teilnehmer haben jetzt mit abgestimmt, so war es bei den anderen Fragen auch, 18 sind sogar ein paar mehr dazugekommen, wenn Sie zwischendurch gerade einsteigen, wir sind auf menti.com, dort den Code 40589546 eingeben. Und einfach mal die Seiten aktualisieren, dann sind Sie auf der entsprechenden Folie und können jetzt noch einsteigen. Wir behalten auch die Interaktion und auch dieses Tool für die zweite Session nach der Mittagspause. Für jetzt starten wir aber rein ins Thema. Vielen Dank fürs Mitmachen und wir werden nachher noch weitere Fragen für Sie vorbereiten. So, zurück zu Christian. Ja, vielen Dank, Christian. Ich gebe Ihnen jetzt, bevor es gleich wirklich richtig losgeht, noch einen ganz kurzen Überblick, was Sie heute Vormittag erwartet. Das sind die drei Vorträge unserer Partner des Vormittagsblocks, nämlich Bessay mit dem Vortrag Türfutter einfach montieren mit dem Bessay Montagesystem. Dann kommt die Firma Bartels Systembeschläge mit einem sehr spannenden Thema Türschließer und Band. Zwei an einer Tür. Und schließlich als dritter Fachvortrag die Firma Direkt CNC Systeme, die die Aussage trifft, Türen direkt machen. Von ca. 12 bis 13 Uhr machen wir eine Mittagspause, bevor es dann mit Session 2 weitergeht. Ja, dann geht's los. Wir starten mit einem sehr interessanten Impulsvortrag von Wolfgang Heer. Wolfgang Heer ist Geschäftsführer der TPO Holzsysteme GmbH und wirklich ein ausgewiesener Türenexperte. Sein Thema heute lautet auf der Zielgeraden Brennpunkt Montage. Und das hat es wirklich in sich.
denn mit dem Einbau bzw. der Montage und der finalen Abnahme finden Aufträge ihren Abschluss. Diese letzte Phase, das kennen viele von Ihnen, die gleicht allerdings häufig einer Gratwanderung. Denn Kleinigkeiten können schnell zu einem größeren Problem werden. Um genau diese Kleinigkeiten und wie man sie vermeidet, dreht sich der Vortrag von Wolfgang Heer. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, Herr Heer. Ich übergebe die virtuelle Bühne jetzt sehr herzlich an Sie. Dankeschön, Herr Nerdemann, für die Einladung zu diesen Praxistagen. Und Sie, geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, herzlich willkommen zu meinem kurzen Beitrag auf der Zielgeraden Brennpunkt Montage. Für die zur Verfügung stehende Zeit habe ich einige Themen ausgewählt, die vermehrt an uns herangetragen werden oder mit denen wir als Türhersteller auch konfrontiert werden. Zunächst darf ich mal kurz vorstellen. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, ehrlich gesagt, ob Sie meinen Bildschirm sehen. Der Bildschirm wird übertragen, alles gut. Okay, super, alles klar, prima, Dankeschön. Kurze Vorstellung von meiner Seite. Ich habe Tischler und Schreiner gelernt, habe dann eine Zeit lang in der Konstruktion von Wintergärten gearbeitet, war dann maßgeblich in den Verbänden des Tischler- und Schreinerhandwerks tätig und habe dort auch die TSH System GmbH mitgegründet. Und seit einiger Zeit bin ich im Konzern Arbonia beschäftigt und dort als Geschäftsführer im Bereich der TPO Holzsysteme GmbH. Zu der Arbonia gehören halt einige Türhersteller, die Sie ja rechts am Bildschirm erkennen können. Es sind einige wesentliche Türhersteller in Deutschland und auch in der Schweiz und auch teilweise in Polen. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben in Deutschland eine ganze Reihe von verschiedenen Regeln, die zu beachten sind. Und wenn wir mit Bauprodukten zu tun haben, gibt es eine ganze Reihe, eine ganze Latte von Bereichen, die wir im Grunde abdecken müssen. Und in meinem Vortrag werde ich nur einige Sachen tangieren. In die Tiefe können wir natürlich nicht einsteigen, aber in dieser Hierarchie sozusagen sehen Sie halt die entsprechenden Regeln auf den verschiedenen Ebenen. Bevor Sie im Grunde die Zielgerade der Montage erreichen, haben Sie bereits einiges gemacht. Sie haben im Grunde sich auf den Weg gemacht, haben Ihre Kunden gefunden, Aufträge erhalten. Sie haben Aufträge geklärt, geplant, konstruiert. Sie haben im Grunde dann Material organisiert, was heute auch nicht so einfach ist teilweise, und die Fertigung begonnen und sich dann auf die Zielgerade begeben, die, sage ich mal, nicht immer unbedingt wahnsinnig kurz ist. Die Zielgerade hängt von zahlreichen Faktoren ab, die dann noch mit reinfließen. So gibt es zum Beispiel die Bautoleranzen, einen nicht vorhandenen Meterriss oder entsprechende Abweichungen im Ist-Soll-Vergleich. Also es die Planung passt nicht zu dem, was Sie gebaut haben. Zu hohe Baufeuchte, diverse Behinderungen, Probleme aus der Konstruktion oder Ausführung oder eben halt auch Transportschäden. Und so ergibt sich eben halt dann diese Zielgerade in der quasi Profilansicht als ja, gegebenenfalls Hindernislauf. Und wenn Sie dort dann stehen und zum Ziel möchten, ist es halt häufig schwieriger. Insofern ist dann die Zielgerade häufig gar nicht so gerade, wie man denkt, sondern eher ein Hindernislauf. Ich habe nun einige Themen rausgesucht, zu welchen ich Ihnen wesentliche Informationen zusammengestellt habe. Insgesamt habe ich hier 10 Punkte. Es geht um die Spaltmaße, Bodenmaße, Bodenfugen und so weiter, den Einbau der Elemente. Es geht um das Türblatt, die Anlage des Türblattes oder wenn Licht durchs Türblatt scheint, ausreichende Schalldämmung, Fußbodentrennlinie. Das lichte Durchgangsmaß ist eventuell zu klein oder zu kleine Öffnungswinkel der Tür. Schutz der Zahl gegen aufsteigende Feuchte, ein immer wieder auftretendes Thema. Oder auch dann sowas ganz Banales wie Schäden durch Türstopper. Kommen wir auf die Fugen- und Spaltmaße. Die Fugenspaltmaße zwischen Türblatt und Sage führen gelegentlich zu Diskussionen. Die Fugenspalte sind laut Norm insgesamt also 9,5 mm maximal. Ja, im Einzelfall sage ich mal 2,5 bis 6,5, 6 mm. In der Regel ist es halt so, dass diese Spaltmaße bei den Fugen bei den Standardtüren gelten. Bei Funktionstüren, also Einbruchhemmetüren, Schallschutz und dergleichen in der Regel nicht, weil da dann die entsprechenden Regeln der Hersteller gelten. Diese Spaltmaße sind halt dann ein Problem, wenn es sich um Türen nach DIN 18101 handelt. Die Bodenluft sorgt häufig für Unstimmigkeiten. Theoretisch beträgt diese Bodenluft 7 mm. Laut Norm
sind es rechnerisch sogar 1 bis 9,5 mm. Üblich sind aber dann diese 5 bis 7 mm. Auch dieses Maß wird als anerkannte Regel der Technik angewandt. Bei Funktionstüren können Abweichungen bestehen. Nun gibt es Normen betreffend den Bautoleranzen. Typisch sind unter anderem Ebenheitstoleranzen, also wie krumm und schief ist ein Boden oder auch wie schief ist eine Wand. Wenn innerhalb der Türöffnung zwischen den Zargenteilen von 1 Meter zum Beispiel eine Toleranz von 4 Meter vorhanden sein darf, das sehen Sie hier in der Folie, diese 4 Meter sind im Grunde das, was als Höchstmaß gilt, dann kann das rechnerische Maß oder das tatsächliche Maß im Grunde bei 11 Millimeter liegen. Wenn wir diese 7 mm Bodenluft haben plus 4 mm, dann hätten wir im Grunde 11 mm. Ist die Unebenheit größer, dann sind Bedenken anzumelden. Das heißt, die Montage ist quasi einzustellen oder es muss mit dem Kunden geklärt werden, wie es gemacht werden soll. Hier sehen Sie mal so einen typischen Bodenspalt. Ja, die Bodenluft beträgt jetzt 10 mm. Rechts ist zu sehen, dass die Zarge offensichtlich höher gesetzt worden ist. Ein Mangel ist im Prinzip hier vorhanden, weil das eben halt eine industriemäßige Tür war, eine Tür nach 1801 und hier dann entsprechend das Spaltmaß unten zu groß ist. Wenn der Bau schief und krumm ist, sollten Sie im Vorfeld geklärt haben, wie die Türen gesetzt werden. Sie kennen möglicherweise im Altbau solche Situationen, wo letztendlich ein unebener Boden vorhanden ist, kein Meterriss vorhanden und dergleichen. Da stellt sich immer die Frage, wie letztendlich sollen die Türen montiert werden, auf welche Höhenlage legt man das Ganze, wie organisiert man das und das sind Dinge, die man im Vorfeld klären sollte. Immer wieder ein Thema, die Fuge zwischen Bekleidung und Wand, zwischen Falzbekleidung und Zierbekleidung. Ist die Tür lotrecht eingebaut, und dann müssen wir davon ausgehen, und die Wand ist schief, muss die Bauherrschaft mit einer bestimmten Fuge leben oder eben gegen Kostenerstattung verschließen lassen. Bei Türöffnungen bis 3 Meter Höhe darf die Wand 8 mm aus dem Lot sein. Bezogen auf die übliche Türhöhe hat sich in der Fachwelt ein Maß von etwa 7 mm etabliert. Bei Funktionstüren sind gegebenenfalls weitere Angaben des Türstellers zu berücksichtigen. Hier mal bildlich dargestellt, das rechte Bild, da sehen Sie eben halt ein Maß von kleiner 7 mm. Das wäre im Grunde in Ordnung. Und wenn das Maß dann größer ist als 7 mm, wären Bedenken anzumelden und den Kunden zu klären, wie das verfahren wird. Bei Funktionstüren sind gegebenenfalls weitere Angaben des Türherstellers immer zu berücksichtigen, weil das abhängig ist davon, was er in seinen Einbauvorschriften Angaben macht. Dann ist es so, die lotrechte und waagrechte Montage der Tür ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Da gibt es nur ganz wenig Informationen zu. Im Grunde letztendlich darf eine Tür 1,5 mm aus dem Lot sein pro Meter, maximal also 3 Meter. Das ist allerdings auch eine Anforderung, eine Regel der Technik, die bei Schallschutztüren, bei Brandschutztüren, Rauchschutztüren dergleichen, bei üblichen Türen gegebenenfalls nicht greift. Da gilt dann im Grunde die Vorgabe der jeweiligen Türhersteller. Ein Thema ist auch oft, das Türblatt liegt nicht an. Ja, es wird dann beschwert, dass das irgendwo nicht korrekt montiert wäre und dergleichen. Allerdings ist es so, dass bei Zimmertüren das Nichtanliegen der Dichtung kein Mangel ist. Bei Funktionstüren hingegen schon. Bei Funktionstüren müssen Dichtungen an den Türblatt anliegen, weil sonst die Dichtungsfunktion nicht gegeben ist. Bei Innentüren, bei normalen Wohnraumtüren, Zimmertüren ist kein Mangel, da es sich um Dämpfungsprofile handelt, die quasi den Schall minimieren soll, wenn die Tür zugeht. Ja, die Schließgeräusche sollen damit geschlossen werden. Die Tür leuchtet. Ja, solche Bildchen kennen Sie vielleicht. Wir hatten einen Fall bei einem Kunden, der nachts nicht schlafen konnte, weil eben halt durch die Tür bestimmtes Licht hindurchschien. Wir haben das dann geklärt soweit. Letztendlich ist es so, dass das Licht durchscheinen kein Mangel ist. Das Problem ist eben halt, dass bei transluzenten Dichtungen, bei transparenten Dichtungen oder weißen Dichtungen so etwas passieren kann. Das Bild rechts habe ich selbst aufgenommen in einem Hotel. Da war es definitiv so hell, ja, nur ein wenig getuned durch Photoshop und so weiter. Aber das war dann einfach so. Die Tür war dicht, aber sie leuchtete trotzdem durch das transparente Dichtungsprofil. Also insgesamt ist es kein Mangel, wenn Licht durchscheint. Grundsätzlich bei Innentüren so und so gar nicht, weil
die Dichtprofile keine Dichtprofile sind, sondern Dämpfungsprofile und insofern keinen Mangel. Gibt es also keine Regel der Technik, die das im Grunde irgendwo beschreibt. Verzug von Türen habe ich jetzt hier nicht aufgeführt. Da verweise ich auf Schriften der Firmen wie IFT Rosenheim dergleichen. Was eigentlich so häufig der Fall ist, dass die Schalldämmung im Grunde nicht als ausreichend angesehen wird, hängt ja mit dem Verzug auch zusammen. Auch das nicht dichte Anliegen der Türen hängt mit dem Verzug zusammen. Hier gilt grundsätzlich bei Schalldämmung, ist nichts vereinbart, muss auch kein Schallschutz geliefert werden. Bei Funktionstüren, wie zum Beispiel Wohnungseingangstüren oder bei Türen, in denen Anforderungen normativ gestellt sind, bei Krankenhäusern oder auch bei Schulräumen und so weiter, da ist das anders. Da gilt im Prinzip dann entsprechender Schallschutz. Bei Funktionstüren mangelt es häufig an fehlenden harten Schwellen oder die Bodendichtung wird nicht korrekt eingestellt, auf das Zagenfalzmaß nicht korrekt gekürzt. Sie sehen das hier in dem Bildchen dargestellt. Wenn die Bodendichtung quasi zu kurz ist, dann ist die Schalldämmung in der Regel auch nicht gegeben. Weitere Gründe für eine nicht ausreichende Schalldämmung sind vielfältig. Wir haben hier mal so einige Punkte genannt. Es geht darum, dass die umgebenden Wände teilweise den Schall nicht erfüllen, die Trennfugen nicht vorhanden sind. Oder das Nichtbeachten der Einbauvorschriften der Hersteller wird übersehen. Letztendlich kann es auch sein, dass das Türelement insgesamt die Anforderungen nicht erfüllt oder halt im Grunde eine falsche Einstellung oder nicht korrekte Einstellung der gesamten Tür vorhanden ist. Auch das habe ich schon gesehen. Ja, das ist hier eine Rauchschutztür gewesen mit Schallschutzanforderungen und die Bodendichtung fehlte beziehungsweise löste möglicherweise gar nicht richtig aus. In dem Falle war sie vorhanden, aber löste nicht korrekt aus. Ein kleiner Überblick, wo denn so der Schall durchgeht, zeigt diese kleine Skizze. Kann Ihnen noch mal einen kleinen Hinweis geben, an welchen Punkten es möglicherweise im Schallbereich Probleme geben kann. Die Fußbodentrennlinie ist nicht nur durch das Türbett ist nicht immer durch das Türbett abgedeckt. Wenn das der Fall sein sollte, dass also die Fußbodentrennlinie zu sehen ist, liegt das meistens bereits schon im Planungsfehler. Das heißt, ein Planer hat sich nicht ausreichend damit beschäftigt, letztendlich welche Trennlinie wohin gehört. Das führt gelegentlich zu Problemen. Ja, Sie sehen das jetzt mal in so einem Beispiel hier, je nach Türkonstruktion ist dann logischerweise die Trennlinie anders zu legen, wenn die Trennlinie durch das Türblatt abgedeckt werden soll. Das ist also eine Sache, die halt mit dem Kunden geklärt werden muss, am Bau gegebenenfalls Bedenken anmelden, wenn dann im Grunde die Trennlinie nicht eingehalten werden kann. Das lichte Durchgangsmaß ist für die Montage dann ein Thema, wenn das lichte Durchgangsmaß bauseitsbedingt nicht eingehalten werden kann. Ja, ansonsten ist es oft ein Planungsfehler, ein Konstruktionsfehler der Tür. Die Lichtnutzungsmaße betragen bei barrierefreien Türen in der Regel 80 bis 90 cm. Bei Türen im Verlauf von Fluchtwegen sind es halt dann 80, 90 Meter oder noch mehr, je nach Anzahl der jeweiligen Personen. Üblicherweise montagebedingt sind solche Probleme vorhanden. Das heißt, wir haben im Grunde eine Tür, die nicht ausreichend zu öffnen ist. Bedenken sind anzumelden, wenn dies beim Aufmaß nicht erkennbar ist. Sie sehen nochmal rechts in diesem Bildchen die Maßregeln sozusagen beim Ermitteln des lichten Durchgangsmaßes. Letztendlich wird alles abgezogen, mehr oder weniger, was halt den Durchgang behindert. Dann geht es um die Öffnungswinkel von Türen. Ja, das hängt oftmals mit den vorhergehenden Folien zusammen. Das heißt, wenn die Tür nicht komplett offen geht, ist auch der Öffnungswinkel nicht 90 Grad gegebenenfalls oder größer. Bei Funktionstüren ist es so, dass dieser Winkel abhängig ist davon, handelt es sich um eine Tür im Fluchtweg, dann wird man da um die 90 Grad sicherlich nicht drum herum kommen. Im normalen Zimmertürbereich, Wohnungstürbereich sind die 90 Grad nicht zwingend vorgeschrieben. Die Fachwelt schreibt von 75 Grad bis etwa 90 Grad, je nach Türbreite. Bei Wohnungseingangstüren sollte aber die 90 Grad eingehalten sein. Ein Dauerthema ist das Abdichten der Zarge gegen aufsteigende Feuchte. Wir haben immer wieder Probleme, dass halt bestimmte Dinge dann auftreten. Sie sehen das hier an dem Bildchen. Die Zarge quillt etwas auf. Letztendlich ist es so, dass dieses Abdichten in der Norm, in der 68-706 beschrieben ist.
Dort, wo Feucht gepflegt werden kann, muss man im Grunde die Zarge abdichten. Das Abdichten selber kann halt dann nach diversen Methoden erfolgen. Hier sehen Sie im Prinzip zwei Bildchen, wo es nicht funktioniert hat. Links das Bild, da sehen Sie auch, dass im Prinzip die Zarge offensichtlich nicht richtig befestigt war. Die hat sich verschoben und unten halt dann diese komische Silikonfuge auf dem schönen Parkett. Und rechts daneben auch ein schöner Parkett, aber misslungener Versuch, irgendwas abzudichten. Letztendlich ist es so, dass Sie auch in den Informationsschriften des IFT Rosenheim, in IFZ-Broschüren entsprechende Hinweise finden, wie es zu machen ist. Ich habe das nochmal kurz skizziert. Diese typischen Dreiecksfugen, die man so findet, funktionieren technisch nicht. Es muss eine Fuge sein, die zwei Flankenhaftungen hat. Oder aber Sie können natürlich auch die Zargenunterkante anderweitig abdichten, dass Feucht nicht aufsteigen kann, zum Beispiel durch Lackieren oder andere Beschichtungsarten. Ein weiterer Punkt, und dann bin ich auch schon fast am Ende. Wir haben immer wieder Thema, dass die Türstopper an der falschen Stelle montiert werden. Sie sehen das hier an den Skizzen kurz dargestellt. Wenn ein Türstopper relativ nah am Band montiert ist, dann haben wir erhebliche Hebelwirkungen, wenn halt die Tür sich dann bewegt. Ist ganz klar, dass die Türstopper oftmals an solche Stellen gesetzt werden, weil die Türstopper sonst quasi im Weg stehen oder hinderlich sind, wenn dort irgendwo entlang gelaufen wird. Fachlich richtig wäre die Position des Türstoppers etwa 2/3 vom Band weggerechnet in der Türbreite. Erst dann haben Sie die entsprechende Minimierung der entsprechenden Kräfte, die auftreten. Ja, und dann gibt es hier auch solche Schäden, ja, die entstehen können. Das mal als kleines Beispiel. Das war eine Schule in München. Dort wurde ein Türstopper quasi mittig in der Tür gesetzt, in der Höhe als auch in der Breite. Und bei der relativ intensiven Behandlung von Türen in Schulen und Kindergärten dergleichen hat der Türstopper regelmäßig permanent gegen das Türblatt gedrückt und dann auf der Gegenseite quasi dazu geführt, dass das Türdeck gerissen war und entsprechender Schaden vorhanden war. So ist das halt zu sehen, ja, und diese Schäden sind nicht immer direkt zu erkennen. Es gibt aber auch ausreichend Möglichkeiten, auch bei solchen Türen Türstopper zu montieren, die funktionieren. Die Auswahl ist ja sehr groß, die am Markt angeboten wird. Jetzt mal eine kurze Zusammenfassung nochmal von den 10 Punkten, die ich Ihnen gerade genannt habe, beziehungsweise hier sind sogar 11. Wir haben die Fugenspaltmaße, grundsätzlich DIN 18101. Bei Funktionstüren immer Achtung, ja, da gelten jeweils andere Regeln. Notrechter Einbau, das gleiche in Hochgrün. Wir haben hier die 1 mm, also 1,5 mm pro Meter, maximal 3 mm. Hier ist ein Fehler, es muss 1,5 mm heißen. Türblatt liegt nicht an, ist bei Innentüren, Wohnungstüren kein Mangel, ja, bei Funktionstüren in der Regel schon eher. Lichtschein durch die Tür ist bei beiden Türsystemen, Innentüren als auch Funktionstüren, kein Problem, wenn die Einbauvorschriften eingehalten sind. Verzug Türblatt habe ich hier nochmal kurz erwähnt, die 4 mm, die hängen damit ja oft zusammen. Die gelten als Gesetz, die 4 mm, nicht ausreichende Schalldämmung ist kein Mangel bei üblichen Innentüren, wenn nichts vereinbart ist. Bei sonstigen Funktionstüren mit Schallschutz muss man halt schauen, dass die Einbauvorschriften entsprechend beachtet sind. Fußbodentrennlinie, Bedenken anmelden, wenn die nicht richtig ist. Dichtes Zugangsmaß zu klein, hängt von den baulichen Situationen ab, im barrierefreien Bereich. Da ist es halt so, dass halt die 80-90 gelten, beziehungsweise bei den Funktionstüren kommt es auf die Fluchtweggestaltung an. Die zu kleinen Öffnungswinkel sind im privaten Bereich, im Häuslebau quasi auch kein Thema. Es gibt keine Regeln dazu, bei Türen in Fluchtwegen schon. Dann haben wir das Thema der mechanischen Schäden durch Türstopper, habe ich gerade schon erwähnt, und das Thema mit den aufsteigenden Feuchtigkeiten, das Quellen und Zerstören von Zargen vom Boden her. Ja, und hier sehen Sie jetzt eine Tür. Zu der sind mir tatsächlich keine Mängel mitgeteilt worden bisher, noch keine Mängel bekannt gemacht worden. Allerdings ist das Marktvolumen dieser Türen sehr gering, im Gegensatz zu den ca. 9,3 Millionen Türen, die in 2021 in Deutschland verkauft worden sind. Wäre also eine absolute Nische. Ja, vielleicht ist der ein oder andere dabei, der das als Nische nutzt. Ansonsten stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung. Und Sie können mich auch gerne per E-Mail kontaktieren und dann Ihre Fragen noch stellen, wenn das heute nicht beantwortet werden könnte. Dankeschön und ich gebe zurück an Herrn Nerdemann. Ja, Herr großes Dankeschön für Ihre Ausführungen. Das sah zwar teilweise nach sehr trockener Kost aus, aber ich glaube, jeder, der in irgendeiner Form mit Innentüren, der Planung und der Montage
zu tun hat, weiß, dass der Teufel tatsächlich im Detail steckt an dieser Stelle. Mich würde mal interessieren, über die technischen Dinge hinaus, die Sie gerade erklärt haben, spielt der Faktor Mensch ja auch eine ganz wesentliche Rolle bei der Montage, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Deswegen würde ich Ihnen dazu gerne zwei Fragen stellen. Die erste ist, sind Sie der Meinung, dass die Kollegen, die da auf der Baustelle unterwegs sind und Türen im großen Stil einbauen, teilweise sehr anspruchsvolle Funktionstüren, dass die eigentlich gut gerüstet sind, entsprechend geschult und über das wirklich erforderliche Fachwissen verfügen? Wie ist da Ihre Erfahrung? Oder was würden Sie gerne Chefs mit auf den Weg geben, ja, die dafür Mitarbeiter verantwortlich sind? Ja, also man muss ja wahrscheinlich tatsächlich differenzieren. Man kann das nicht über einen Kamm scheren. Wir haben Firmen, die also hervorragend Montagearbeiten ausführen und wirklich alle Details kennen. Es gibt allerdings auch dann Firmen, die das entsprechend nicht können. Letztendlich geht es eigentlich nur darum, dass die Mitarbeiter, die es machen, über die ganzen technischen Details sehr gut Bescheid wissen, auch insbesondere die Technik, die dahinter steckt, kennen, was die Bänder, die Schließer, die Bodendichtung, also die Technik, die da verbaut wird, muss bekannt sein. Und dann, denke ich mir, ist auch die Möglichkeit, dass man die Sachen vernünftig einbaut, gegeben. Und das Rüstzeug letztendlich, das Know-how, das ist das Entscheidende. Und wenn das nicht vermittelt wird und keine Chance besteht, sich das anzueignen, geht es oft in die Hose. Dankeschön. Dann der zweite Teil meiner Frage. Der Auftritt der Mitarbeiter beim Kunden kann ja unter Umständen auch dazu beitragen, dass die Montage aus Kundensicht ein erfolgreiches Erlebnis wird. Was haben Sie dafür? Drei Tipps auf Lager. Wie sollte man optisch vom Verhalten her am besten auf der Baustelle aufschlagen? Also man sollte im Prinzip, sage ich mal, die Klassiker beherrschen, die man mit der guten Erziehung mitbekommen hat. Grüß Gott oder guten Tag sagen oder Moin Moin, je nachdem, wo man arbeitet. Also erstmal freundlich begrüßen. Dann geht es natürlich darum, dass man letztendlich auch vernünftig daherkommt. Das heißt im Grunde von der Kleidung her nicht gerade dann das Schlechteste anhat oder keine kaputten Sachen hat, dreckige Kleidung und dergleichen. Und dann geht es darum, letztendlich aus meiner Sicht, dass sagen wir, die Monteure bei Privatkunden sich auch entsprechend rücksichtsvoll verhalten auf der Baustelle. Das erleben wir selbst auch mal, dass wenn die Leute dann irgendwo hinkommen und schon anbieten, dass sie ihre Schuhe ausziehen, die Monteure, dann ist das bei den Hausfrauen in der Regel schon ein riesen Pluspunkt. Also Kleinigkeiten machen auch an dieser Stelle den Unterschied. Ja, richtig, die Kleinigkeiten. Alles klar. Weitere Fragen haben wir jetzt im Moment nicht im Chat, aber liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, Sie können die gerne reinschreiben oder auch direkt den Herrn Heer kontaktieren im Nachgang. Sie haben ja gerade die Kontaktdaten von ihm gesehen. Und damit bedanke ich mich herzlich für Ihren Vortrag. Das war sehr viele spannende Informationen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Heer. Ich wünsche auch einen schönen Tag und dann bis demnächst. Ciao wieder. Tschüss. Und weiter geht's. Die Technik der Türfuttermontage mittels Montageschaum erfordert Werkzeuge, die ein exaktes Ausrichten und Abstützen ermöglichen. Präzise, einfach und materialschonend geht das mit speziell dafür entwickelten Montagewerkzeugen des Spannwerkzeugspezialisten Bessey. Karl-Heinz Thomale, Anwendungstechniker von Bessey, zeigt Ihnen jetzt alles Wichtige rund um die Montage von Türfuttern. Schreiben Sie hier auch während des Vortrags gerne Ihre Fragen in den Chat. Darauf wird Herr Thomale im Anschluss an seinen Vortrag auch sehr gerne eingehen. Hallo und herzlich willkommen an Bord der digitalen Praxistage Innentüren, lieber Herr Thomale. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag Türfutter einfach montiert mit dem Bessey Montagesystem. Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen beim Bessey. Ich zeige euch heute die Montagestreben und noch das andere Werkzeug, was wir zum Türeinbau benötigen. Kurze Information so. Wir sehen hier zum Beispiel das Kreuz, das eigentlich Auflage ist, auch in der Türzarge. Das wird mit Filz beklebt. Dann haben wir den Spanner. Den Spanner haben wir verändert.
dass man eine breitere Auflagefläche in der Nut hat. In der Futterstrebe, Tierfutterstrebe, haben wir hier so eine Skala. Da kann man auch im Vorfeld, eventuell, wenn man schon die Innenmaße hat von der Türzarge, kann man die dann schon einstellen. Und ihr seht hier, ich habe schon mal eine Türzarge montiert. So im Normalfall geht man dann her, nimmt dann das Maß hier ab, das obere Maß, weil das ist die lichte Weite. Das ist die lichte Weite von der Türe. Und es gibt ja auch breitere Türzargen. Und da haben wir mal im Vorfeld auch schon was Neues, Weiterentwicklung gemacht. Man kann jetzt hier so eine Türfutterstrebe auch verlängern, damit man auch bei breiteren Türen das hier super verwenden kann. Das gibt es auch im Ersatzteil. Aber ich mache jetzt mal mit der normalen Türstrebe weiter. Das Kreuz hier, was wir hier sehen, das hat einmal so einen langen Steg und einen kurzen Steg. Das ist einfach so, hier kann man jetzt schmale Türzargen einbauen oder wenn man es umdreht, kann man auch tiefe Türzargen einbauen. Die Türzarge wird eingestellt, wie gesagt, hier oben an der lichten Weide. Und wenn man die Türzarge einstellt, so, dann fixiere ich die. Dann nehme ich sie wieder raus und dann wird die erste Strebe wird hier in der Ecke vom Band eingebaut. Und man muss aber darauf achten, dass das Kreuz hier unten nicht über diesen Gummi drüber rausgeht, dass man schön in der Mitte ist. Hier fixieren. So, machen wir das zu. Gehe schnell um die Türzarge rum. Machen wir das hier auch. So. Und ich kann ja auch mit den Türstreben, kann ich die Türzarge dann auch an Ort und Stelle bringen, sicher, damit man sie einbauen kann. Und aus diesem Grund haben wir jetzt diese Ausleger zum Abklipsen gemacht. Die kann man wegmachen. Und dadurch kann ich dann die Türzarge dann direkt einbauen in das vorhandene Maß, wo ich dann die Türzarge einbaue. Also die erste TU kommt hier an das Band, dann stellen wir die zweite Türzarge auch ein. Entweder kann ich jetzt über die Skala gehen oder ich mache dasselbe nochmal so. Und so kann ich dann das lichte Maß einstellen. Und das zweite oder die zweite Strebe, die kommt dann unten an die Bandseite. Da der Katalog. Hier seht ihr eingeblendet Katalogseiten über die Werkzeuge, die Maße und wie man sie bekommt. So, dann hat man die Türpfotenstreben montiert und dann kann man hier sie wunderbar einsetzen in die Aussparung. So, dann nehme ich hier die Klipse wieder, die Ausleger, kann die wieder einklipsen. So, und dadurch kann ich die Türzarge hier hinten an der Wand fixiere, damit hier alles sauber an der Innenseite anliegt. So. Ich muss die jetzt noch ein bisschen korrigieren, damit wir überall das gleiche Maß haben ungefähr. So. Dann habe ich jetzt das Türfutter schon mal fixiert. Das passiert hier am Band, das passiert hier unten hier am Schloss und am Band unten. Dann geht es weiter mit diesen Türfutterrichtzwingen. Mit diesen Türfutterrichtzwingen kann man einmal nochmal
das Maß verändern. Das Maß verändern und ich kann sie herziehen. Also montiert wird sie so, fixiert an der Zarge, dann hier auch nochmal die Zarge herziehen und mit dieser Stellschraube hier, kann ich die Türzarge ins Wasser stellen. Dann gucke ich hier sauber und ziehe das an, mache das fest und fixiere das. Und wir empfehlen 4 von diesen Spannern einzubauen. Auch hier so. Auch ziemlich einfach. Dann auch hier fixieren. Dann muss man keine Keile oder sonst irgendwelche Werkzeuge noch zusätzlich, sondern nur so die 4 Stück. Dann haben wir noch einen WTR, das ist eigentlich so eine Art Winkelspanner für die obere Gärung. Da kann ich die Gärung nochmal speziell absichern, fixieren, damit da nichts beim Ausschäumen passiert. Hier kann ich die Gärung fixieren, hier mit dieser Auslegung, die wir bei der TU auch haben, einklipsen, auch nochmal die Türzarge fixieren. Und mit diesen 2 Schrauben kann man einmal die Türzarge nach unten drücken oder auch hier nochmal ins Wasser stellen. Ich mache hier den letzten auch noch rein. So. Den machen wir halt mal nach oben. Und wenn man das komplette Werkzeug eingebaut hat, so wie wir es hier jetzt sehen, kann ich sogar dann auch hergehen, weil die Türzarge ist jetzt so sehr fixiert, dann kann ich hergehen, kann schon mal auch mal das Türblatt einhängen und sehen, stimmen die Maße, ist alles gut im Lot, liegt alles gut an. Also die Eckspanner, die WTR, die kann man entweder nachher, wie ich es gemacht habe, einbauen oder auch schon bei der Montage von dem Türfutter. Wir haben jetzt schon ziemlich viel, ja, benutzt von unserem Werkzeug, aber das ist alles, ja, ist eine Empfehlung. Man kann das verwenden, was man möchte. Wir empfehlen zum Beispiel 2 Türfutterstreben am Schloss und am Band. Es gibt auch Monteure, die benutzen 3 Stück, je nachdem, also so wie es dann jeder mag. Ja, und dann sind wir eigentlich dann schon bereit, das Türfutter auszuspritzen. Wenn es dann alles getrocknet ist, kann man es dann wunderbar einhängen, die Tür, und ist dann eigentlich relativ schnell fertig. Dann kommt noch der Verschluss hin und dann wären wir dann mit dem Türeinbau schon fertig. Wir haben auch im Zuge der Umstellung mit diesen neuen Spannern, die wir jetzt haben, die eine breitere Oberfläche haben, die besser in der Nut sitzt, hinten haben wir auch eine Hülse verstärkt, damit hier das Gewinde nicht so schnell defekt wird oder schwer läuft, haben wir dann im Zuge auch eine Tasche noch mitentwickelt. Das ist dann jetzt unsere Türfutterstrebe in der Tasche. In die Tasche passen, oder wenn die gekauft wird, passen 6 TUs rein. Ich kann auch noch das andere Werkzeug, was ich dazu brauche, die Richtzwingen, die Winkelspanner, kann ich alles noch mit reinpacken, damit. Ja, Sie sehen es so eingeblendet im Bild. Kann man das noch mit einsetzen? Also es geht dann recht schnell und recht zügig mit dem Einstellen. Viele haben ja vielleicht die Maße, auch die Innenmaße oder Pflichtenmaße von der Türzarge schon im Kopf. Dann kann man dann, wie gesagt, direkt über die Skala gehen oder nimmt sie oben ab, wenn die Türzarge montiert ist. Wir haben auch Videos, Anwendungsvideos, gerade über das Türfuttersystem. Dann können wir es im Nachgang vielleicht auch nochmal ansehen. Dann sieht man noch genauer, wie das hier funktioniert mit dem Einstellen von der Gradheit und dass es sauber im Wasser ist. Und falls irgendwelche Dinge fehlen oder vorhanden werden oder verloren gehen, kann man die dann auch im
im Web oder bei Besai über Katalog oder so kann man da nachbestellen bei den Händlern. Da findet man dann so bestimmte Ersatzteile. Man kann auch bei uns über www.besai.de kann man auch in den Katalog reingucken und auch die Ersatzteilliste auffordern. Wenn Sie jetzt schon direkte Fragen hätten, könnten Sie die stellen. Und ja, Herr Tomale, dann klinke ich mich mal kurz dazu. Es gibt nämlich eine erste Frage jetzt, eine sehr interessante übrigens. Und die lautet, wenn man die Eckspanner verwendet, sind dann nicht die oberen Richtzwingen überflüssig? Wie ist das? Ah, Sie meinen, okay, ich verstehe. Wenn ich jetzt die Winkelspanner, wenn ich die Winkelspanner benutze, ist das eigentlich nur, damit die Gärung wirklich gehalten wird, damit die sich auch nicht verdrückt gegen Schaumkräfte oder sonst irgendwas. Mit diesem Winkelspanner kann ich nach unten drücken und ich kann hier oben auch natürlich ins Wasser stellen. Wenn ich dann die Wasserwaage hinhalte, kann ich dann das natürlich auch verstellen. Aber wenn die Seitenwände oder wenn es da nicht so arg stabil ist, ist es schon besser, wenn man dann die Türrichtzwinge, die TFM, auch noch in der Mitte von dieser, vom oben und dem Schloss hat. Man ist einfach auf der sicheren Seite, dass eigentlich alles schön gerade wird. Dass ich da nichts verziehen kann. Okay, der Fragesteller bedankt sich im Chat und fühlt die Frage gut beantwortet. Also danke auch von meiner Seite an Sie. Ich hoffe, wir konnten gut erklären. Also ist eigentlich recht einfach, unser Werkzeug zu benutzen. Es gibt noch Fragen, also wir sind noch nicht ganz fertig. Dazu muss ich meine Brille aufziehen, weil... Sehr schön, das freut mich. Keine Frage unbeantwortet bleiben. Gibt es von Besai auch Montagetools für andere Zagenvarianten, zum Beispiel Blockzage, über die reine Umfassungszage hinaus? Wie ist das? Also es ist so, wir haben ja jetzt gesehen, dass ich die Spanner in die Nut versetzt habe. Also in die Nut reingesetzt habe. Aber man kann natürlich auch hergehen. Man kann dann Türzargen einbauen bis Stärke hier 35 mm. Weil ich kann ja dahinter auch gehen. So funktioniert auch. Also dann habe ich hier ungefähr... Aber ich kann Türzargenstärke haben bis 30, 35 mm. Kann ich dann die Türzarge auch noch so fixieren. Was darüber hinausgeht, also wird es dann, passt das bei unserem Werkzeug dann leider nicht. Aber da haben wir schon ziemlich viele, viele Türen damit abgedeckt. Ich hoffe, ich konnte die Frage ihm jetzt beantworten richtig. Sollte der Fragesteller noch Nachfragen haben oder vielleicht was anderes gemeint haben, bitte einfach nochmal neu in den Chat reinschreiben. Das ist ja kein Problem, dann könnte ich die weiterreichen. Bekommen wir alles hin. Mich würde mal interessieren noch, gibt es eigentlich Erfahrungswerte, wie viel sich mit, ich sag mal, gutem Werkzeug, und ich unterstelle Ihnen mal von Besai, dass das erste Werkzeug ist, wie viel Zeit spare ich, wie viel besser wird meine Qualität, wie viel präziser bin ich möglicherweise unterwegs. Haben Sie sich da schon mal Gedanken gemacht? Können Sie da so ein paar knackige Aussagen treffen? Die Sache ist die, wenn man sich richtig damit auskennt, mit unseren Türzargen, also wie man sie einstellt und alles Mögliche, ist man recht schnell, da ist man eigentlich im Minutenbereich, die man braucht, um eine Türzarge zu befestigen und sie dann auszuschäumen. Aber die Sache ist die, ich habe mal Türmonteure verfolgt, um zu schauen, was die benutzen, wie die es benutzen. Und das sind wirklich von einer ganz normalen Latte bis komplett unser Werkzeug ist alles mit dabei. Einer hat sogar die Tür so eingebaut, der hat die Türfutter, die hier, die Richtzwinge,
hat er nur oberfest gemacht, damit das Tür, damit die Türfutter nicht nach hinten rausfällt. Und der Rest hat er irgendwie hemdsärmelig gemacht. Also da kann man jetzt nicht dazu, also in Zahlen, Fakten, also da könnte ich jetzt kein Diagramm aufstellen. Mit unserem Werkzeug geht es so schnell, mit dem anderen, mit dem Mitbewerber geht es so schnell oder so. Aber die Erfahrungen, was ich jetzt oder was ich gesprochen habe mit den Leuten, mit den Monteuren, die sind also recht zufrieden und es geht sehr schnell. Ja, zumal ja auch Schnelligkeit auch nicht alles ist. Sicher, wenn man natürlich schon deutlich schneller ist mit Ihrem System, denke ich ja schon, dass man auch ganz nebenbei deutlich präziser auch noch montieren kann. Zum Beispiel diese breiten Auflageflächen sehe, wo ja dann so die Parallelität der Futter auf jeden Fall gegeben ist und so weiter. Dann gibt es da wahrscheinlich viele Sachen, um die sich Monteure gar keine Gedanken mehr machen müssen, weil das System durchaus pfiffig in Anführungsstrichen mitdenkt ein Stück weit. Ja, weil es ist so, wenn jetzt zum Beispiel ein Monteur, der kennt seine Maße, der kennt die Innenmaße von der Türzarge und dann stellt er schon von vornherein, stellt er dann mit dem Maßband, was wir auf dem Aluteil haben, auf dem Alu-Vierkant, kann man das direkt einstellen, einbauen, passt. Und dadurch, wie Sie schon sagen, damit, dass wir die breiten Oberflächen haben, wo wir aufliegen an der Türzarge, ich sage es mal auf Schwäbisch, drückt es dann die Türzarge schon ins Gerade. Da muss man fast viel nachjustieren. Also schon lange bewährt, ist schon lange auf dem Markt die Strebe. Mhm. Und durch diese breiten Auflagen oder langen Auflagen wird da eigentlich auch die Winkelgerechtigkeit sichergestellt, ein Stück weit schon, nehme ich mal an, oder? Ja, doch. Weil Sie sehen ja, Parallelität, sondern auch die Auflagenfläche und so, und das schön parallel ist. Hier praktisch auf Längsachse wird dann auch schon der Druck übertragen, wenn ich hier die Türzarge montiere. Also dann ist das schon recht parallel, wenn ich sie dann einbaue. Und auch eine gute Geschichte, ich kann sie im Vorfeld einbauen und kann dann die Türzarge sicher irgendwo hinbringen, beziehungsweise da, wo ich sie montieren muss. Es gibt auch Monteure, die dann unten an die zwei Schenkel noch eine Latte und ein Stück Holz hinnageln, damit die nicht zusammenklappt oder so. Ist alles nicht nötig, wenn ich diese zwei Streben drin habe, kann ich die super. Und dadurch, dass man halt jetzt die Ausleger abklipsen kann, kann ich dann das direkt so in die Öffnung, wo die Montage stattfindet, direkt eintragen. Wir hatten früher andere Spanner, da war der Ausleger war fix dran und dann konnte man die Zarge tragen, musste dann aber die TUs nochmal rausmachen, bevor man das eingeschoben hat, weil man halt durch die Ausleger nicht in den Spalt gekommen ist. Da haben wir uns dann schon weiterentwickelt, was das angeht. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Kann ich unter Umständen wirklich schon Türen in der Werkstatt vorbereiten und vielleicht auch sie komfortabel tragen und transportieren mit diesen Zwingen oder ist das ein reines Baustellen? Hatte ich schon den Fall, ich war in der Schreinerei, die haben die Türzargen in der Schreinerei montiert, direkt mit den TUs, dann auf den Lastwagen drauf, zur Baustelle gefahren und dann direkt montiert, weil man kann es ja tragen, wohin man möchte dann damit. Und sie sind sicher. Klar, die haben dann was dazwischen gelegt, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird von der Türzarge. Aber es ist möglich, das schon zu Hause im Betrieb schon vorzuinstallieren. Wenn irgendwas mit den Türzargen wäre oder so, dann kann man das vormontieren und dann natürlich auf die Baustelle bringen. Funktioniert auch. Gut. Das heißt, sind im Grunde Universalzwingen, die für alle gängigen Maße geeignet sind, oder? Gibt es Sondermaße, Sondergrößen? Da man ja das ja einstellen kann und auch verlängern, wenn man mal wenn man nur eine Türzarge hat, durch einen Wanddurchbruch, so einen doppelten Wanddurchbruch, so 2 Meter oder so, dann kann man durch die Verlängerung, die man einstecken kann. Können Sie die mal einstecken? Kann ich das mal gerade zeigen, wie das geht? Ich kann das nochmal zeigen, das ist eigentlich ganz einfach. Ich mache das so raus. Und es ist ja so, wir verkaufen ja schon lange Türzargen. Dieses Werkzeug dafür. Türzargen vom Messing. Neue Schlagzeile. Das wäre es hier. Bei den neuen Türfutterstreben haben wir hier so einen Spind drin, so einen kleinen. Und das funktioniert so mit Bajonettverschluss, dass das nicht mehr rausgeht. Okay. Im Teile sind 2 Stück drin, also man kann mit doppelt verlängern. Aber wir haben uns dann auch schon die Gedanken darüber gemacht, dass es gibt auch die alten
Typfotos, die haben nicht diesen Stift drin. Macht aber nichts aus, nur reinstecke. Weil bei der Montage ist man eigentlich auf Druck. Also sprich, wenn ich eine Türzeige einbaue und die ausschäume, bin ich ja auf Druck und nicht auf Zug. Es ist auch so, wenn ich ältere Modelle habe von der Türstrebe, kann ich auch die alten Spanner oder die ich nicht mehr habe oder verloren habe, kann ich einfach die neuen draufstecken. Das bedeutet, das Alte passt zum Neue, das Neue passt zum Alte, dass man nicht komplett alles kaufen muss. Gut, also die Systeme sind kompatibel. Das ist ja auf jeden Fall eine interessante Sache. Ja, die Sie sind haben da, kann man Folie. Sieht man da was Ergänzendes noch? Sehen die, meine Mitarbeiter, also Edda, die hat jetzt da ein Katalogbild eingeblendet, wo die Sachen mit drin sind. Das müsste, die ist nicht die Ersatzteilliste, aber das ist die Homepage. Und okay. Über die Homepage kann man über das Service, kann man dann in das Ersatzteil gehen und dann bekommt man von diesem Ausleger bis zur kompletten Strebe eigentlich alles. Alles klar. Und bei Ihnen gibt es dann auch die passende Unterbringung und wenn ich das sehe, Taschen oder gibt es auch Systeme? Oder? Also die Tasche, die ist für die sind sechs Streben drin und da kann man eigentlich drei Türen einbauen damit. Oder wenn man drei Streben benutzt, kann man zwei damit einbauen. Okay. Aber so die Empfehlung ist schon, dass man dann. Und hier tut Edda schon mal einen kleinen Einspieler von dem Video, das gibt und dass man dann auch jederzeit angucken kann über unsere Homepage, über YouTube oder so. Und das ist auch nochmal alles ganz genau beschrieben. Ja. Wollten Sie da jetzt noch ein Video zeigen oder ist das einfach ein Hinweis an den Teil? Jetzt nur angespielt, damit man das dann findet. Ja. Super. Ja, also im Moment ploppt noch eine weitere Frage auf sich. Kleinen Moment. Ja, gerne. Muss ich mir auf meinen Bildschirm rüberziehen. So, da ist die Frage, kann man die Tasche eigentlich auch einzeln kaufen? Offensichtlich machte die einen ziemlich guten Eindruck gerade auf dem Bild. Sicher kann man die auch einzeln kaufen, ist ganz klar. Man kann die einzeln kaufen, ja. Man kann sie einmal zum Tragen benutzen und das Gute ist auch, die hat Rollen. Die kann man dann auch hinter sich herziehen. Wenn man mal sie überlädt mit zu viel Werkzeug. Also wie gesagt, sechs Stück von diesen Streben sind drin. Dann kann ich noch das komplette Werkzeug auch noch mit reinmachen. Vielleicht auch noch eine kleine Wasserwaage, Schaum oder so. Das all in one. Alles in einem. Sehr schön. Ja, dann sage ich mal danke für das Beantworten der Fragen. Weitere Fragen gibt es nicht. Also was mich schon beeindruckt, ist der Unterschied oder ist, was ich in dem Bereich getan habe. Als ich vor vielen Jahren mal meine Schreinerlehre gemacht habe, da musste ich eine halbe Stunde früher morgens in der Werkstatt sein, musste Keile schneiden, Latten richten und so weiter und so fort. Ja. Wenn ich das so sehe, dann würde ich mal sagen, ist das ja wirklich Türenmontage 4.0 sozusagen. Ja, also, weil die Sache ist halt die, so wie Sie gesagt haben, Keile schneiden, Unterlagen, Zulagen und alles Mögliche richten und die sind dann jedes Mal weg, weil die bleiben ja drin. Richtig. Und richtig genau ist es trotzdem nicht. Also so präzise, wie man das jetzt mit solchen Werkzeugen machen kann, wird es dann in der gebastelten Variante, wenn ich das mal so nennen darf, dann auch nicht wirklich. Ne? Ja. Gut. Also die ist schon lange, die Zwinge, und wir haben die auch weiterentwickelt und ich habe mich jetzt darüber sehr gefreut, das hier zeigen zu dürfen. Das ist super. Abschließende, allerletzte Frage. Gibt es da unterschiedliche Setgrößen? Also wenn einer jetzt da was für fünf Monteure braucht, gibt es da das Turbo-Set? Oder also wir haben diese Streben im Einzelnen. Wir können die von einer bis Verpackungseinheit 2 kaufen oder diese Tasche mit 6 Stück drin. Und dann muss man sich halt aussuchen, was man braucht, was man benötigt oder wollt. Ja. Wenn einer praktisch ein Monteur, eine Tasche, der kann dann 3 Türzeigen einbauen, je nachdem. Und die Schäume, die sind heutzutage auch viel schneller wie früher. Da kann man praktisch nach 20 Minuten, halber Stunde, je nachdem, wann die abgebunden habe, kann man die dann schon wieder entfernen und die nächsten einbauen.
Das heißt, mit Preissätzen ist man ganz gut bedient. Kann man eigentlich durcharbeiten, ne? Wenn man ja, so eine Baustelle. Man muss sein Zeitmanagement dann so legen, damit dann das abendet, wenn man dann die Mittagspause hat oder sonst irgendeinen Festspruch. Und dann kann man direkt weitermachen. Super. Ja, Herr Tomali, jetzt haben wir die Bestway, das Bestway-System intensiv kennengelernt rund um die Innentür. Ja. Hat Spaß gemacht. Möchte Ihnen danken. Haben Sie toll erklärt. Genau. Anschaulich und ja. Wünsche Ihnen noch einen guten Tag, eine gute Zeit und sage nochmal herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Dann machen wir weiter. Und tschüss von Bessay. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen. Ja, Sie wollen selbstschließende Türen umsetzen und haben dabei Anforderungen in Sachen Brand- und Rauchschutz zu berücksichtigen. Die herkömmliche Lösung lautet Bänder plus separater Türschließer. Jürgen Bartels, Geschäftsführer Basis Bartels Systembeschläge GmbH, stellt das Herkömmliche jetzt allerdings in Frage. Er behauptet, das Band genügt. Er wird Ihnen jetzt ein verdeckt liegendes Band vorstellen, das tatsächlich beide Funktionen in sich vereint. Das Tragen des Türblattes und einstellbares, gedämpftes Schließen. Schönen guten Tag nach Kalletal, Herr Bartels. Ich grüße Sie. Hallo zurück. Herzlichen Dank für die Einführung. Eigentlich haben Sie ja schon alles gesagt, aber... Ich werde natürlich trotzdem gerne den Vortrag halten. Freue mich, dass ich hier bin. War bisher ein sehr interessantes Thema, gerade sehr praxisorientiert, fand ich super. Und Herr Herr hat ja auch immer einiges zu erzählen. Insofern hoffe ich, dass ich die Teilnehmer, die wir bisher haben, dann auch mit meinem Thema hier behalten kann. Ich habe, Moment, ich muss einmal nochmal hochgehen. Also das Thema heißt der Türschließer und Band, zwei an einer Tür, Fragezeichen. Und ich habe das so ein bisschen plakativ unterlegt mit zwei Bildern. Und zwar, wie man das hier sieht, also oben in der Ecke ein aufliegender Türschließer plus ein Bandsystem. Und da sage ich gleich Fragezeichen. Ich habe den Vortrag folgendermaßen gegliedert. Ich würde gerne noch ein paar Worte zu mir selber verlieren, damit die Zuhörer, die mich nicht kennen, mich ein bisschen kennenlernen. Dann gehe ich auf die unterschiedlichen Arten von Türschließern ein, die wir heute auf dem Markt haben. Ich gehe dann natürlich auf die Arten von Türbändern ein. Ich mache noch einen kurzen Exkurs zum Thema Federband und würde dann erstmal was sagen zur Bandwahl. Bei der Kombination mit Türschließern gibt es einige Punkte zu berücksichtigen. Danach gehe ich dann weiter auf die weiteren Aspekte bei der Kombination von Türschließern und Bändern. Und dann frage ich einfach mal danach, geht es denn auch anders? Danach folgen Quellenangaben und dann können wir gerne zu den Fragen und Antworten übergehen. Auf der letzten Folie, die würde ich dann einblenden, wenn wir Fragen und Antworten machen, sind dann auch weitere Kontaktmöglichkeiten vorgegeben, sodass dann auch nach dem Webinar ein Kontakt möglich sein könnte. Wer bin ich? Also Jürgen Bartels, Sie haben mich schon vorgestellt. Ich bin ein geschäftsführender Gesellschafter der Basis Bartels Systembeschläge GmbH. Das Unternehmen wird von meinem Bruder und von mir zusammengeleitet. Wir sind ein typisches Familienunternehmen aus der, ich nenne es jetzt einfach mal, ostwestfälischen Ideenschmiede. Wir haben ja vorhin Bessay gehört, das ist ja typisch schwäbisch, die Tüftler, die daher kommen. Aber Ostwestfalen muss ich da auch nicht verstecken, sind auch viele Unternehmen, die da gute Dinge machen. Mein Tätigkeitsschwerpunkt im Unternehmen ist Vertriebs- und Marketingleitung. Wir haben ein interdisziplinäres Team für die Produktentwicklung, wo ich mich stark einbringen kann, natürlich aus den Erfahrungen des Marktes, die ich da immer wieder einspiegeln darf. Und ich arbeite auch im Normausschuss mit, das ist die TC 33, WG 4, TG 5. TG 5 beschäftigt sich mit Türbändern.
Für diejenigen, die das Unternehmen nicht kennen hier in dieser Runde, Basis, wir sind ein deutscher Hersteller am Standort Kalletal. Wie schon gesagt worden ist, ist in Ostwestfalen zwischen Bielefeld und Hannover. Und wir stellen Türbandsysteme her und Schließblechsysteme. Typischer Zulieferer, würde ich sagen, von der Türindustrie. Aber wir liefern natürlich auch an Handel und Verarbeiter. Wie gesagt, die Kontaktdaten finden Sie nochmal am Ende der Präsentation. Dann würde ich sagen, steigen wir schon mal ein. Arten von Türschließern. Die klassischen Obentürschließer, so wie wir sie hier auf dem Bild sehen, ich nenne es jetzt einfach mal den Klassiker, sorgt für das selbsttätige Schließen der Tür, wie schon eingeführt, und wird natürlich aus diesem Grund auch hauptsächlich bei Brand- und Rauchschutztüren verwendet. Natürlich ist das komfortable Schließen auch immer ein Thema, aber Rauch- und Brandschutz ist natürlich so die Vorgabe der Selbstschließung. Dieser Obentürschließer hier ist sichtbar auf Link montiert. Ich sehe also diese Box und ich sehe die Gleitschiene oder das Gestänge. Das bedeutet, sieht man hier in diesem Bild eigentlich auch ganz gut, ich sage mal, jedem Beschlaghersteller geht natürlich hier das Herz auf, weil die Beschlagsysteme so schön zu sehen sind, zwei Türbänder und ein Obentürschließer. Ein designorientierter Architekt würde da vielleicht jetzt eher nicht so affin draufschauen, weil es vielleicht dann doch das Ansichtsbild der Tür etwas stört. Aber es ist so, der Obentürschließer ist sichtbar. Was wir hier sehen, sind dann auch sichtbare Türbänder. Und es gibt diese Modelle in vielfältigsten Ausführungsformen, gegenschließend. Hier sehen wir es also in Öffnungsrichtung. Es gibt sie auf der anderen Seite. Es gibt sie mit Feststeller und so weiter. Da sind die Hersteller der Türschließer schon sehr, sehr weit, sehr variabel. Und diese Türschließer können auch wirklich extrem gut eingestellt werden. Das muss man sagen. Eine Variante vom Obentürschließer ist der integrierte Obentürschließer, der also in der oberen Türfalz und Zarge eingelassen ist, der somit natürlich auch erstmal keinen Einfluss auf das Erscheinungsbild der Tür hat. Auch der sorgt natürlich für das selbsttätige Schließen der Tür, damit natürlich auch für Brand- und Rauchschutztüren einsetzbar. Und er ist verdeckt liegend montiert. Das, was ich sehe, ist, wenn die Tür geöffnet ist, die Gleitschiene. Das habe ich so ein bisschen rechts oben rausgezogen. Da blickt man dann drauf, beziehungsweise man blickt dann auch in diese Schiene hinein, wenn man nach oben schaut. Um nochmal so den Bezug vielleicht auch zu nehmen auf den ersten Vortrag von Herrn Herr. Ich sehe in der Gleitschiene oben auch eine Öffnungsbegrenzung. Und ich sehe auch, dass diese Schiene sicherlich nicht bei zwei Dritteln stoppt, sondern sie ist sehr nah an der Bandseite. Das ist grundsätzlich jetzt erstmal so gegeben, aber kann auch zu Schadenfällen führen. Hat man sicherlich schon mal gesehen, dass bei sowas, wenn das mal in die Öffnungsbegrenzung reinrauscht, das obere Band durchaus in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Bei den integrierten Obentürschließern gibt es auch wirklich sehr viele Modelle mittlerweile. Meine kleine Recherche hat ergeben, noch nicht so viele wie bei den aufliegenden, aber auch da sind die Hersteller wirklich sehr gut unterwegs und auch die lassen sich super einstellen. Das muss man einfach so sagen. Was es auch als Schließprodukt gibt, ist der sogenannte Bodentürschließer. Man sieht es hier in dem Bild so ein bisschen angedeutet, unten in diesem blauen Bereich. Da wird also der Bodentürschließer entweder in der unteren Türfalz eingelassen oder aber im Boden. Beeinflusst somit auch nicht direkt das Erscheinungsbild der Tür. Auch hier haben wir wieder ein selbsttätiges Schließen der Tür. Wenn der Bodentürschließer in den Boden eingelassen wird, dann macht er sich bemerkbar durch eine Platte, durch eine Abdeckplatte, die man in der Regel sieht. Dieser Bodentürschließer wird zum Beispiel gerne genommen bei Rundbogentüren, weil ich dann natürlich oben keinen Obentürschließer unterbekomme. Wo ich es auch oft sehe, natürlich sind Ganzglastüren, oftmals auch im Fassadenbereich.
da auch bei Ganzglastüren natürlich die optische Beeinflussung von großen Beschlagsystemen so ein bisschen vermieden werden sollte. Und daher arbeitet man da ganz gerne mit Bodentürschließern. Und was die Bodentürschließer auch oft mitbringen, das sind Feststellfunktionen. Und es gibt natürlich dann auch Bodentürschließer, die dann kombiniert werden schon mit Pivotbändern, die dann eben dann auch die tragende Funktion mit übernehmen. Was haben wir noch? Den sogenannten Falztürschließer, der hier im Bild dargestellt ist, der wird in die seitliche Türfalz eingelassen, ist somit dann auch verdeckt liegend und beeinflusst nicht das Erscheinungsbild der Tür. Auch hier wieder ein selbsttätiges Schließen wird gewährleistet und man sieht diesen Beschlag eben nur dann, wenn die Tür geöffnet ist. Auch hier Rundbogentüren ist so ein klassischer Anwendungsfall. Der Falztürschließer, den wir hier sehen, hat auch gute Einstellmöglichkeiten, ist aber eingeschränkt, wenn man das auf den Herstellerangaben sieht, zum Beispiel wegen der Schließkraft. Also sehr schwere Türen bekomme ich damit nicht gehandelt. Und was man auch sehen muss in dem Fall ist, die Kombination des Falztürschließers mit Türbändern ist nicht immer ganz unproblematisch. Der muss einen gewissen Abstand gewährleisten bei der Öffnung, um die Funktion hinzubekommen. Das heißt, in dem Fall muss man sich das wirklich anschauen, kann ich den mit der Bandlösung, die ich im Kopf habe, kombinieren. So, neben den Türschließern gibt es Türbänder, um das Thema zu bespielen, Türschließer und Band. Es gibt die klassischen einachsigen Rollenbänder. Ich habe hier mal ein Bild gezeigt, was vielleicht etwas ungewöhnlicher ist, weil es ein vergoldetes Band mit Zierkopf ist. Aber was man ja sagen muss, ist, es ist immer noch ein sehr verbreitetes Bandsystem und durch die Sichtbarkeit im Wesentlichen auch immer noch ein Gestaltungselement. Sowas, was ich hier gezeigt habe, würde sich natürlich nicht für eine modern anmutende Tür empfehlen, aber eher vielleicht für eine denkmalgeschützte Tür, wo ich eine alte Optik nachempfinden möchte. Bei den Rollenbändern an sich gibt es unterschiedlichste Ausführungen. Also die Anwendungsbereiche sind von der ganz einfachen Innentür, wo wir die klassischen zweiteiligen Bänder kennen, bis zu hochkomplex justierbaren Schwerlastbändern, die bis 300, 350 Kilogramm Tragfähigkeit hochgehen. Ich habe Justierbarkeiten, wenn ich mit Bandaufnahmen arbeite, so wie hier im Bild dargestellt. Ich habe funktionale Anforderungen wie Brandschutz etc., die diese Rollenbänder zum Teil, nicht alle, aber zum Teil erfüllen. Und es gibt in diesem Fall eine gängige und eine veröffentlichte Produktnorm, das ist die EN 1935-2002. Bitte keinen Schock kriegen, ich werde Sie jetzt nicht mit Normen hier bombardieren. Hier ist nur wichtig, so als Nebensatz, 2002 heißt, es ist eine relativ alte Norm. Die ist also jetzt 20 Jahre alt und ja, bräuchte mal dringend einen Refresh. Aber das wäre ein anderer Vortrag, den wir hier halten müssten. Das ist im europäischen Kontext im Moment nicht so ganz einfach. Aber die Norm ist deswegen einfach, deswegen wichtig, weil sie gleich Bezug nimmt auf das Thema, was passiert in der Kombination mit Türschließern. Neben den einachsigen sichtbaren Rollenbändern gibt es die mehrachsigen, verdeckt liegenden Türbänder. Ein Beispiel sehen Sie rechts abgebildet. Diese Türbänder werden in der seitlichen Türfalz eingelassen und daher sehe ich sie erstmal nicht bei geschlossener Tür und sie beeinflussen somit auch nicht das Erscheinungsbild der Tür. Die verdeckt liegenden Bänder, so wie wir sie kennen, sind im Wesentlichen für die flächenbündigen Türen gedacht, aber es gibt auch durchaus Modelle für gefälzte Türen mittlerweile und natürlich sehe ich das Türband, wenn die Tür geöffnet ist.
Also spätestens bei 90 Grad, bei 180 Grad erst recht, sehe ich dann die Gelenkmechanik, ich sehe die Anbauteile, welches Modell es auch immer ist. Da sollte man sich darüber im Klaren sein. Und mittlerweile gibt es hier auch wirklich eine sehr große Oberflächen- und Ausführungsvielfalt. Wir sehen hier ein schwarzes Band. Schwarz ist im Moment ja sehr trendy. Wir haben in unserem Produktportfolio Türbänder von 40 Kilogramm bis 350 Kilogramm Tragfähigkeit, sodass da von der einfachen Innentür bis zur hochfunktionalen schweren Tür sehr viel abgedeckt werden kann. Und genau wie die integrierten Obentürschließer sind die verdeckt liegenden Bänder diejenigen, die den Trend nach minimalistischem Türdesign durchaus unterstützen. Ein Punkt hier ist, es gibt derzeit leider keine gültige Norm für die verdeckt liegenden Bänder. Nichtsdestotrotz können sie CE-zertifiziert werden, zum Glück, weil sie ja auch in Brandschutz- und Rauchschutztüren und Fluchttüren eingesetzt werden. Und da gibt es eine sogenannte EAD und diese EAD ist in Anlehnung an die vorher genannte Norm. Bedeutet für den Anwender, wenn er eine Bandklasse sieht für ein verdeckt liegendes Band und eine Bandklasse für einen Rollenband, dann sind die im Wesentlichen vergleichbar. Es gibt klitzekleine Unterschiede, aber das würde jetzt an der Stelle sicherlich zu weit führen. Kurzer Exkurs zu dem Thema Federband. Federbänder kennen wir oftmals so aus untergeordneten Türen, ich sag mal so Stahltüren sind oftmals mit Federbändern ausgestattet, wenn sie denn selbstschließend sein müssen. Wir sehen hier im Bild mal ein Objektband, so wie wir es nennen, in Edelstahloptik mit einem Mittelteil für eine justierbare Bandaufnahme. Und da ist auch eine Federmechanik integriert. Auch diese Federbänder sind geeignet für selbstschließende Türen, allerdings mit sehr geringem Komfortanspruch. Das muss man einfach so sagen, weil die Schließung ja in der Regel sehr ungedämpft und unkontrolliert ist. Also das kann schon mal richtig knallen. Insofern habe ich hier gefragt, ist es ein Ersatz für einen Türschließer? Fragezeichen. Klares Jein, was den Komfort zum Beispiel betrifft, muss man das ganz klar so sehen, dass das dem Türschließer nicht die Hand reichen kann. Die Federkraft ist einstellbar, aber ansonsten ja, ist es dann schon etwas eingeschränkter. Dann würde ich jetzt an der Stelle gerne was sagen zur Bandwahl. Die Bandwahl bei der Kombination mit Türschließern. Da gibt es eine relativ klare Aussage in der gültigen Türbandnorm, in der 1935, die da sagen, Türschließer vergrößern die Belastung und damit die Verschleißrate der Türbänder. Bei Türschließern ohne Öffnungsdämpfung kann davon ausgegangen werden, dass die wirksame Türmasse 20% größer ist als die tatsächliche Türmasse. Und für Türschließer mit Öffnungsdämpfung ist der Effekt größer. Da gehen wir tatsächlich von 75% Steigerung aus der Türmasse, also der wirksamen Masse, die das Türband sozusagen sieht oder tragen muss. Und daher ist in der Norm die Empfehlung, Türen mit Türschließern sollten daher 3 oder mehr Bänder der Klassen 12, 13 oder höher aufweisen. Um das einfach mal zu übersetzen, die Bandklasse 12 sagt, die Tragfähigkeit des Türbandes ist 100 Kilogramm pro Paar. Die Bandklasse 13 ist 120 Kilogramm pro Paar und die Bandklasse 14 160 Kilogramm pro Paar. Wobei wir da als Bandhersteller bei dieser Tragfähigkeit immer von einer sogenannten Normtür ausgehen. Die ist 1 Meter breit und 2 Meter hoch. Alles, was abweichend ist, muss im Wesentlichen erstmal bewertet werden. Aber man sollte sich merken, dass diese Bandklassen 12, 13 oder 14 da im Rennen sind. Und leider gibt es im Moment keine Bandklassen für schwerere Türen. Das ist so ein bisschen dem Alter der Norm geschuldet. Es wäre schön, wenn wir auch eine 15 oder 16 hätten für 200 und mehr Kilogramm. Aber gut, da arbeiten wir dran. Was heißt es aber? Das heißt, wenn ich über Bandklasse 12, 13 oder 14 spreche, dann sind das eigentlich nur objektgeeignete Türbänder. Objektgeeignete Türbänder, sichtbar oder verdeckt.
Das ist dann in dem Fall erstmal egal. Es ist aber so, dass Ausnahmen die Regel bestätigen. Auch das muss man ganz klar sagen. Ich habe da mal so dieses magische Dreieck reingezeichnet. Was will ich damit sagen? Es gibt den Bandhersteller, dafür sitze ich jetzt hier gerade. Wir versuchen natürlich, Beanstandungen durch Überlastung zu vermeiden. Das ist ganz klar. Und böse gesagt können natürlich jetzt auch die Teilnehmer sagen, naja, der Bandhersteller verkauft auch lieber 3 Bänder als 2. Ja, auch das ist so. Aber laut Norm ist es tatsächlich die Empfehlung. Und auch die Erfahrung zeigt, dass der Türschließer schon krass sein kann. Der Vertrieb des Türherstellers, der steht natürlich unter Preisdruck. Das heißt, irgendwo muss das Türelement ja auch untergebracht werden zu einem vernünftigen Preis. Und der triggert dann natürlich wieder seine Technik. Also die Technik des Türherstellers, die ist dafür zuständig, das funktionierende Gesamtsystem Türelement hinzubekommen. Und ja, da beißen wir uns natürlich ab und zu. Das ist so. Und ich habe das einfach mal hier in der nächsten Folie so ein bisschen gezeigt, um auf die plakative Formel zurückzukommen. Einmal Türschließer plus 3-mal hier ein Rollenbandsystem. Das ist dann größer gleich 4. Also die Norm nochmal so ein bisschen abgegriffen, 3 oder mehr Bänder. Aber was man natürlich auch sieht, durchaus ist ein Türschließer und 2 ganz einfache Türbänder, sodass ich hier in der Formel bei 3 bin. Auch das sieht man natürlich öfters. Ich mache immer gerne die Augen auf, wenn ich so unterwegs bin, und solche Kombinationen sieht man, ist laut Bandnorm allerdings nicht konform. Welche weiteren Aspekte gibt es? Zum Beispiel die gestalterischen Aspekte, wenn ich Türschließer und Bänder kombiniere. Ich habe das hier jetzt einfach mal so gesagt, verdeckt liegende Bänder bieten sich für integrierte bzw. verdeckt liegende Türschließer an, um einfach das Design sauber zu halten. Und die sichtbaren Bänder bieten sich eher für die normalen Türschließer an, weil wenn ich schon einen Türschließer sehe, ich glaube, dann ist es auch okay, wenn ich ein normales Band sehe. Was ich hier natürlich immer habe, ist das Thema der Oberflächen. Ja, sind die Oberflächen abgestimmt miteinander? In der Regel sind es unterschiedliche Hersteller von Türschließer und Türband. Und auch da kann es dann ab und zu Differenzen kommen. Bei den funktionalen Aspekten habe ich hier mal aufgeführt, dass zum Beispiel die Justierbarkeit von Türbändern, also die dreidimensionale Justierbarkeit, die ich dann oft brauche, ich referenziere wieder auf Herrn Herr, eine Falzluft einzustellen, nach oben oder zur Seite, harmoniert oft nicht mit den Falztürschließern, die nicht einstellbar sind. Oder aber die Kinematik von Türbändern und Türschließern harmoniert in Ausnahmefällen nicht. Auch das kann passieren. Und was man auch manchmal hat, ist, dass der Türschließer den Öffnungswinkel einschränkt. Das Türband, wir werden eigentlich immer danach bewertet, dass wir 180 Grad Türbänder haben, auch im verdeckten Bandbereich. Und dann kommt halt ein ITS, also ein oben liegender integrierter Türschließer, der dann irgendwie bei 110 Grad zumacht. Das ist dann aus unserer Sicht immer ein bisschen schade. Was man auch sehen muss, es gibt unterschiedliche normative Aspekte, dass nämlich beispielsweise die Türschließer auf 500.000 Prüfzyklen laufen und unsere Bänder immer nur auf 200.000 Zyklen. Das soll also heißen, normalerweise bei einer Objekttür, die stark frequentiert ist, könnte es sein, dass die Bänder eher den Geist aufgeben als der Türschließer. Ist ein bisschen unglücklich vielleicht, aber das sind halt unterschiedliche Produktnormen, die da zum Tragen kommen. Vielleicht nochmal hier eine kleine Zusammenfassung mit 2 Bildern eines und des gleichen Türelementes. Jedes Türelement ist anders in gewisser Weise und die Beschlaglösung an sich ist natürlich im Gesamtzusammenhang zu sehen. Und mit Beschlaglösung meine ich in dem Fall alles, was an der Tür ist. Was wir hier sehen, ist eine relativ breite, große Tür, die eigentlich zu 99% der Tür 180 Grad geöffnet ist. Das ist das rechte Bild. Wir sehen oben einen aufgesetzten Türschließer, der hier 180 Grad machen kann. Wir sehen 4 Rollenbänder, die eingesetzt worden sind. Wir sehen an der Wand im linken Bild Magnet. Das ist also die Haltung, die dann im Brandfall löst und die Tür schließt.
Und da kann man durchaus sagen, ja, im geschlossenen Zustand ist da vielleicht viel Beschlag dran. Also 8 Bänder, 2 Obentürschließer, riesige Schiene, dann noch die Magnethalter draufgesetzt. Aber bei 180 Grad ist alles gut, finde ich. Also das ist völlig in Ordnung aus meiner Sicht. Gut. Das führt mich nun natürlich zu der Frage, geht es auch anders? Weil, ich sage jetzt mal so ganz provokant, eine Liebeshochzeit von Türschließer und Türband, das haben wir eigentlich eher nicht. Man arrangiert sich, aber es sind oftmals so, dass wir als Türschließer, Türbandhersteller manchmal den Türschließer etwas kritisch beäugen aufgrund der Belastung, die reinkommt. Wir müssen gucken wegen der Oberflächen, wir gucken wegen der Öffnungswinkel, wir gucken wegen der Begrenzung, die dann vielleicht mehr Last in das Türband reinbringt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Türschließerhersteller auch die Türbandhersteller hier und da mal verfluchen. Und es sind, wie gesagt, oftmals unterschiedliche Hersteller. Und die Frage ist, geht es anders? Könnte dann so beantwortet werden, ja, ginge anders. Wir haben auf der Bau 2017 als ein verdeckt liegendes Band präsentiert mit einer Schließfunktion. Wir nennen das Band Pivota DXS Close. Das Band an sich ist 180 Grad zu öffnen. Und wir können nach wie vor alle drei Dimensionen des Türblattes gut einstellen. Und ja, man sieht, dass wir hier, wir haben das Türblatt da mal so ein bisschen geöffnet, wir haben da mit so einer Gasdruckfeder gearbeitet, die das Türband dann schließt. Wir verkaufen diese Lösung seit 5 Jahren. Sie hat sicherlich 2 Schwächen. Die eine Schwäche ist, dass diese Gasdruckfeder mega empfindlich ist. Das ist ein Zukaufteil, kommt aus der Automobilindustrie. Da sind eher andere, ich sage jetzt einfach mal Praxisanwendungen als jetzt auf dem Bau. Und das zweite ist, dass wir da eine relativ geringe Einstellmöglichkeit haben, zum Beispiel der Schließgeschwindigkeit. Man konnte in geringem Maße die Vorspannung ändern, aber das war es dann auch schon. Aber dieses System ist seit 5 Jahren im Markt. Und gut, wir haben versucht, es ein bisschen weiterzuentwickeln. Und diese Weiterentwicklung, die stellen wir jetzt auf der kommenden Fensterbaufrontale vor. Die Variante, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, nennen wir 1.0. Die neue nennen wir kreativerweise 2.0. Die neue Variante zeigen wir hier schon mal aufgeschnitten. Sie kann immer noch 180 Grad geöffnet werden. Sie hat immer noch die dreidimensionale Justierbarkeit. Aber wir haben diese Gasdruckfeder ersetzt durch mechanische Federn. Und die Dämpfung wird jetzt viskos erledigt. Und die Schließgeschwindigkeit können wir ganz gut über die Federvorspannung einstellen. Es baut ein bisschen größer, aber das, was wir hier an Schließmechanik dran geflanscht haben, ist jetzt auch ein Produkt, was wir bei uns fertigen, sodass wir da auch Vorkonfigurationen besser vornehmen können, was zum Beispiel die Federkraft und so weiter betrifft. Ja, und wie gesagt, in 2 Wochen ist die, oder in 1,5 Wochen, glaube ich, ja, ist die Fensterbaufrontale und da werden wir dieses Produkt neu vorstellen. Und da bin ich sehr gespannt auf das Feedback. Und um die Formel jetzt hier nochmal weiterzuführen, sagen wir dann einmal das verdeckt liegende Türband mit Türschließer plus einem verdeckt liegenden Band ist in dem Fall dann 2. Ich gucke nochmal auf die Zeit, ich bin schon ziemlich weit. Die Quellenhinweise, also die Türschließerbilder habe ich von Geze genommen von der Seite, den Bodentürschließer von Fritz Jürgens von der Seite, den Falztürschließer, der war von GU. Ein paar Architekturfotos habe ich von uns genommen und die anderen Bilder sind auch aus unserem Fundus. Und ja, jetzt von mir aus sehr gerne Fragen und Antworten. Das wird dann ja anmoderiert. Ich blende dann jetzt einfach schon mal die letzte Seite auf mit den Kontaktmöglichkeiten und wenn Fragen da sind, würde ich mich sehr freuen. Ja, Herr Bartels, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben das also wirklich,
wie ich finde, super interessant mal erklärt, was sich eigentlich hinter dieser Problematik verbirgt. Also wir reden nicht nur um irgendwie schließen und öffnen, sondern im Grunde über richtig komplexe Systeme, an die hohe Anforderungen gestellt werden und ja, wo sie im Grunde eine sehr interessante Lösung gefunden haben. Es haben uns Fragen erreicht, ich würde jetzt einfach mal vorlesen, nämlich wie tief ist die Taschenfräsung für das DXS Close 2.0? Okay. Also ich habe schon mal irgendwann so ganz spaßeshalber gesagt, wenn ich alle Maße im Kopf habe, dann gehe ich in Rente. Ich gucke gerade mal nach. Einen Augenblick. So. Inklusive Band, das müssen wir auch ein bisschen mitrechnen, sind es 145 mm. Das heißt, das Band an sich hat 30 und dann kommen noch 115 mm dazu. Das ist interessant. Die nächste Frage ist, ab welchem Winkel schließt die Tür automatisch? Bei der Variante 1.0 war es so, dass wir bei 110 Grad angefangen haben zu schließen. Bei der Variante 2.0 ist es so, dass sie schon ab 180 Grad anfängt zu schließen. Okay, machen wir direkt weiter mit der nächsten Frage. In welcher Bandklasse befinden sich die neuen Bänder? Also, das ist eine tolle Frage. Auch ist es deswegen eine tolle Frage, weil ich gar nicht weiß, ist es überhaupt noch ein Band? Das ist noch etwas, was wirklich zu klären ist. Es ist, ja, ist es die 1154 für einen Türschließer oder ist es die EAD für verdeckt liegende Bänder oder ist es irgendetwas dazwischen? Was ich sagen kann, ist Folgendes. Das zugrunde liegende Türband, was wir da nehmen, ist ein entweder DX101 oder ein DX61, allerdings mit Stargelenk. Gehen wir jetzt auf das DX101 mit Stargelenk. Das hat von sich aus eine Tragfähigkeit von 160 Kilogramm pro Paar. Jetzt ist es dann allerdings so, dass zum Beispiel die Version 1.0, da haben wir bei 80 Kilogramm aufgehört. Das hat aber nichts mit dem Band zu tun gehabt, sondern mit der Schließmechanik. Die hatte eben nicht genug Kraft, um so schwere Türen zu bewegen. Insofern ist die Frage nicht so ganz einfach zu beantworten. Ich sage mal so, das zugrunde liegende Türband durchaus die Bandklasse 14. In dem Endgewicht, was wir erreichen werden, was wir dann zuverlässig dann auch schließen können, sind wir mit der neuen Lösung irgendwo bei 100 bis 120 Kilogramm. Auch natürlich wieder abhängig von den Türabmessungen. Entschuldigung. Vielen Dank. Wir haben noch einige Fragen und bitte um kompakte, kurze Antworten. Zulassung für FH-Türen bei dem neuen Band? Fragezeichen. Gibt es die? Gute Frage. Ich habe mich jetzt ein bisschen an eine Talkshow von Politikern erinnert gefühlt mit der kurzen und knackigen Antwort. ist in Planung, ist aber noch nicht da. Super. Nächste Frage. Wie groß ist die Schließkraft beziehungsweise für welches Türgewicht? Gut, habe ich gerade schon so ein bisschen beantwortet. Die Version 1.0 haben wir bis 80 Kilogramm freigegeben. Da musste man zwei von den Systemen verwenden. Wenn wir jetzt hergehen, wir haben mal eine Dauerfunktion gemacht mit einer 80 Kilogramm Tür und mit einem Bandsystem 2.0. Insofern gehe ich davon aus, dass wir auf 120, wenn wir zwei nehmen, ganz gut kommen werden. Okay, halb beantwortet schon eine weitere Frage. Wird nur ein selbstschließendes Band pro normale Tür benötigt? Ja, zum Glück gibt es keine normalen Türen, weil sonst wäre unser Job ziemlich langweilig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die normale Tür hat vielleicht ist eine Innentür und hat vielleicht 60 Kilo, ja, dann reicht durchaus ein 2.0er. Okay, jetzt kommt auch schon die vorletzte Frage. Glaube ich, haben Sie aber auch schon größtenteils beantwortet. Welche Türblattgewichte kann das neue Band bewegen? Genau. Bis 120 Kilogramm sind wir da im Moment sehr, sehr gut unterwegs. Und dann kommt die Frage, von der mich gewundert hätte, wenn sie nicht gekommen wäre. Wie sieht es denn mit den Kosten aus?
Ja, also wir haben von den Kosten her, das ist die 1.0er-Version und die 2.0er-Version, die sind sehr vergleichbar. Und das hat auch seinerzeit dazu geführt, dass wir den Preis für na, auf der Bau gewonnen haben, weil wir da, was den Türschließer betrifft, ja, in guter Gesellschaft sind, sage ich mal. Ich denke, was man sicherlich hier auch gesehen hat, ist, wir werden bestimmt nicht alle Türschließer dieser Welt mit der Lösung ablösen können, aber es wird sicherlich eine interessante Alternative, auch kostenmäßig, das kann man bestimmt sagen. Ja, auf jeden Fall schönen Dank, Herr Bartels. Man sieht anhand der Fragen, und jetzt kommt sogar noch eine, und ich werde auch die noch stellen, weil wir haben uns ja vorgenommen, keine Frage unbeantwortet zu lassen. Gibt es die Türschließerfunktion demnächst auch bei Rollenbändern? Von uns aus im Moment nicht angedacht. Okay, klare Antwort. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Es gab viele Fragen. Das lässt darauf schließen, dass das ein sehr, sehr interessantes Thema ist. Und ja, es hat uns sehr gefreut, dass Sie hier waren, sich beteiligt haben und großes Dankeschön nochmal nach Kalletal und Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Bartels. Machen Sie es gut. Danke gleichfalls, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche noch weiteren guten Verlauf. Alles Gute. Danke sehr, alles Gute. Ciao. Ja, wenn es doch immer so einfach wäre, wie es sich liest. Der Datenfluss von der Konstruktion bis hin zur CNC-Fertigung ist oft mühsam und fehlerbehaftet. Dabei ist Durchgängigkeit an dieser Stelle ein ganz wesentlicher Erfolgsbaustein. Daniel Wacker, Leitung Vertrieb beim Softwarehaus Direkt CNC-Systeme, demonstriert, wie Türblätter und Zargen aus der CAM-Software NC-Hops ohne Umwege auf unterschiedlichen CNC-Bearbeitungszentren produziert werden können. Titel seines Vortrages: Türen direkt machen. Hallo und herzlich willkommen, Herr Wacker. Ja, hallo und auch herzlich willkommen. Ob heute Morgen schon darf, das ist eigentlich ein sehr cooles, interaktives Format. Jetzt bin ich noch mehr überrascht, wie gut die einzelnen Teilnehmer auch zusammenpassen. Wir haben ja jetzt die Planungsstolpersteine gesehen. Haben jetzt später noch Werkzeughersteller, die was präsentieren, haben Beschläge, die in die Türe eingefräst werden müssen. Und das Ergebnis sollte natürlich auch montagegerecht sein. Und wir bieten die Software, mit der das geht, wenn sie dann auch noch eine Maschine haben. Wir haben 3 Punkte. Einmal zeige ich euch NC Hops, unser CAD-CAM-Programm. Dann stelle ich das Unternehmen geschwind noch vor, was wir machen, woher wir kommen und dann die Schnittstellen, die Integration, um Türen direkt zu machen. Um was geht's? Ja. Warum brauchen wir NC Hops für die Türenfertigung? Sie haben vielleicht einen inhomogenen Maschinenpark, Sie haben vielleicht einen Mitarbeiter, der von Hand programmiert, von Hand die 145 mm eingibt, um das Band von Basis zu fräsen. Sie haben vielleicht Handeingaben an CNC-Maschinen, ja, und verschiedene CNC-Maschinen mit unterschiedlichen CAM-Programmen. Wir können alle CNC-Maschinen ansteuern. Wir sind maschinenneutral. Wir können das variabel und flexibel machen. Wir können direkt anfangen. Wir sind handwerkstauglich und wir können uns aber auch direkt in vorhandene betriebliche Abläufe integrieren. Und wenn das Unternehmen wächst, sind wir skalierbar. Das heißt, wir können mit dem Unternehmen mitwachsen. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Ich habe hier dazu ein Video gemacht. Man gibt einfach mal eine Türe ein, Länge und Breite. Fängt jetzt hier an, ein
Modell zu generieren und man holt sich jetzt zum Beispiel ein Werkzeug raus und fährt einmal mit dem Werkzeug, mit dem Falzkopf, einmal außen um die Türe herum, fügt es ein, vorgefertigtes Makro, schon ist die Türe formatiert. Jetzt will ich noch einen Schlosskasten machen. Ich hole mal einen Schrubbfräser raus, ja, mache auch ein vorgefertigtes Makro, wo wir standardmäßig haben. Ja, das sieht man schon ein bisschen komplexer, fügt es ein und so programmiert man bei uns, kann man direkt anfangen und kann sofort eine Türe programmieren. Genau. Ich habe natürlich auch eine Vergangenheit. Ich habe klassisch Schreiner gelernt, war dann in Rosenheim Diplom-Ingenieur, bin dann zu Leichtküchen und habe dort IDM-Daten gepflegt. IDM-Daten sind Daten, die zu Händler rausgehen, um Küchen zu planen. Und habe mir da schon immer Gedanken gemacht, wie kann man denn einfach Maschinen ansteuern auch. Und mit den Daten, mit den externen Daten, das aufwendige Programmieren reduzieren. War dann beim Objekttürenhersteller fast 10 Jahre tätig, von angefangen vom stellvertretenden Fertigungsleiter bis zum technischen Leiter, war da verantwortlich für die Maschinenanbindung rund um die Abläufe ums BAZ. Verkettete Anlagen, auch Scanner und Barcodes und auch Rückmeldungen an die MES-Systeme, ERP-Systeme. Genau. Und bin seit kurzem Vertriebsleiter bei Direkt-CNC-Systeme. Genau. Unser Programm haben Sie ja vorher schon mal live gesehen, wie das jetzt zum Beispiel, wenn man da anfangen kann, eine Türe zu programmieren. Wir wollen es ja direkt machen. Ja, das ist zeitintensiv, wenn man es von Hand, sage ich jetzt mal, macht. Unser Programm ist so aufgebaut, wir haben auf der linken Seite auch die Möglichkeit, was zu programmieren. Sie sehen schon if, else, and, wo man sich selber auch Variablen, die man reinnehmen kann, zurechtlegen kann und dementsprechend Türen, CNC-Programme erzeugen kann. In der Mitte sieht man dann auch immer gleich sofort, was man denn da quasi programmiert hat und kann dann dementsprechend sich das anschauen. Ich habe vorher gesagt, wir sind eine Makroprogrammierung und hier ist zum Beispiel ein Schlosskasten Makro und hier sieht man auch nach einem Beispiel, dass man das sehr, sehr individuell auch anstellen kann. Ja, wenn Sie draußen einen Riegel haben, der vielleicht aus Eiche ist, dann können Sie die ersten 10, 20, 15 mm ein bisschen sanfter reinfahren und dann, wenn Sie innen in der Spanplatte sind, in der Mittellage, können Sie dann auch schneller reinfahren. So ist das quasi aufgebaut. Das wäre jetzt quasi ein Standardmakro von uns, wo Sie dann auch verwenden könnten, um Beschläge zu fräsen. Das Ganze wird dann, wenn Sie es fertig programmiert haben, direkt auf einen, auf einen Tisch gelegt. Ja. Wir haben mit allen Maschinenbauer haben wir verschiedene Konzepte als 3D-Modelle, wo sie dann als Drag-and-Drop quasi die Türe auf die Anlage ziehen können. Und Sie sehen es auch hier in dem Bereich auch rot hinterlegt, wenn es zu Kollisionen kommen sollte. Ja? Kollision mit der Spindel, Kollision mit dem Werkzeug. Ganz easy. Kann man das rüberziehen und ist eigentlich auch selbst erklärend, dass man die Sauger richtig platziert. Das gibt dann auch einfach dem Maschinenbediener die Sicherheit. Ja? Jeder, wo weiß, der schon mal vor einer großen CNC-Maschine gestanden ist, er drückt jetzt auf den Knopf. Der tut am Anfang ein bisschen langsam. Wenn es bei uns in der Simulation passt, dann hat der Mitarbeiter auch die Sicherheit und kann sofort loslegen. Wir haben hier auch noch die Möglichkeit, sogenannte Szenen zu machen. Das heißt, wir können auch Bauteile drehen. Ja, wenn Sie an einen Blockrahmen denken, an einen Seitenteil, das wie so ein Balken von mehreren Seiten bearbeitet werden muss, können wir quasi hier Stops reinmachen und können dann nach einer 2-, 3-, 4-seitigen Bearbeitung das Teil dann nochmal drehen und können es dann zum Beispiel von unten
nochmal weiter bearbeiten. Dann haben wir hier eine Abtragssimulation, die Simulation mit der einzelnen Verfahrwege auch, die Anfahrtwege dargestellt, wo man dann einfach sehen kann, was machen die Werkzeuge. Ich habe jetzt hier nochmal eine Simulation gemacht. Wenn man da nicht von Hand programmiert, sondern sich schon mal was eingerichtet hat, dann hat man auf der linken Seite unsere Makros und die kann man dann wirklich individuell anpassen. Ja, man hat jetzt hier zum Beispiel den Flosskasten, wo ich vorher erwähnt hatte. Und Sie wissen ja, die Zeitfresser bei einer Türenbearbeitung sind zum Beispiel die Schlosskästen oder integrierte Türschließer. Der Bartels von Basis hat es jetzt schon gesagt, es wird bald keine integrierten Türschließer mehr geben. Aber da sind wir natürlich sehr gut aufgestellt, um diese Bearbeitung schneller zu machen. Ich habe jetzt hier bei dem Makro einfach die Zustellung im äußeren Bereich, wo vielleicht Massivholz ist, ein bisschen reduziert und in der Mittellage die Zustellung erhöht. Genau, dann ist das jetzt unsere Simulation, eine Abtragssimulation, wo man wirklich live sehen kann, was quasi gerade geschieht und der Abtrag tatsächlich dann auch verschwindet. Genau, man kann sich das dann auch von alle sechs Seiten anschauen. Man kann schauen, wie weit der Fräser quasi durch die Türe durchreicht. Wir haben dann natürlich auch die Überfahrwege, die man individuell auch einstellen kann, dass es ausrissfrei bleibt. Und was das Thema Werkzeuge angeht, können wir natürlich auch alle Werkzeuge hier sauber einbinden und einpflegen. Hier ist jetzt eine spezielle Türe mit eckige Ecken. Ja? Die sind rund durch den Fräser. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier die Ecke jetzt zum Beispiel eckig zu machen. Und da haben wir natürlich auch spezielle Makros dafür. Und dann sieht man das hier ganz schön, wie aus einer runden Ecke eine eckige Ecke wird. Genau. Dann wäre wahrscheinlich hier der nächste Arbeitsgang der Schlosskasten. Genau. Das sieht man dann hier jetzt wieder, dass ich eingangs gesagt habe, dass man langsam im ersten Bereich anfährt, um einfach, wenn man Massivholz hat, im Fries, im Riegel, da langsam durchzufahren. Wenn man dann durch ist, kann man dann auch ein bisschen schneller fahren. Und das kann man auch optimieren. Wir können das auch materialspezifisch hinterlegen, wenn dementsprechend Daten rauskommen. Genau. Zur Simulation kann man noch sagen, dass man alle Auswertungen, was Zeiten angehen, was Verfahrwege angehen, was Einsatzzeiten von Werkzeuge pro Tür angehen, als Export auch mal anschauen kann. Und das stellen wir auch zur Verfügung. So, Türe fertig gefräst, direkt gemacht, simuliert und man kann sie quasi fertigen. Genau, fertigen. Uns gibt es schon seit 30 Jahren. Ja. Wir sind 17 Mitarbeiter, zwei Mitarbeiter im Vertrieb, einer davon bin ich, aber auch mit der Vergangenheit in der Praxis. Bei uns kann auch jeder, wirklich jeder, eine CNC-Maschine bedienen. Wir haben hier auch eine vor Ort, wo wir Aggregate einfahren können oder einfach mal neue Makros ausprobieren können. Wir haben hier ein Schulungszentrum, wir können hier Mitarbeiter auch ausbilden und schulen und hatten früher eine eigene CNC-Lohnfertigung und haben dementsprechend auch den Praxisbezug. Früher hat man angefangen mit Leitrechnersystemen zu entwickeln, zum Beispiel auch für die Türenfertigung, für größere Anlagen und da die größeren Anlagen auch sehr kapitalintensiv sind, hat man halt einfach auch was, ein System gebraucht, eine Software gebraucht, die einfach auch zuverlässig war, ja, und keine Fehler gemacht hat. Genau, dann kennt ihr uns vielleicht von Messen. Wir sind auf der Lignheimer gewesen mit dem mit unserem Truck, mit oben diesem Balkon oben drauf.
Wir haben hier in Alfdorf einen Inhouse-Campus mit der Maschine, die ich vorher gesagt habe. Wir tauschen die auch regelmäßig dann durch. Es sind ja maschinenneutral. Wir haben jetzt letzte Woche zum Beispiel ein Bürstaggregat in Betrieb genommen und können da das dann wirklich auch in der Praxis erproben, wie dann die Makros aufgebaut sein müssen. Wir sind aber auch mehrfach bei größeren Maschinenbauer als Standard-WOP-Software im Einsatz. Die Tendenz geht ja auch immer mehr hin zu größeren verketteten Anlagen mit Lageranbindung. Auch solche Projekte machen wir standardmäßig und sind gerade auch immer mehr im Kommen. Und wenn Sie dann eine mannlose Fertigung haben, brauchen Sie auch vernünftige Daten, dass Sie sich darauf verlassen können, dass die Anlage keinen Crash fährt. Für die Türenfertigung und Blockrahmenfertigung oder generell auch Zargenfertigung unterstützen wir eigentlich alle Maschinenkonzepte, ja, überlagerte Konzepte auch, wo sich das Werkzeug und das Werkstück gleichzeitig zum Beispiel bewegen oder ja, geklemmte Werkstücke, wo dann bewegt werden. Oder haben wir auch Climax-Verbinder für Möbelindustrie. Genau. Nochmal, heute unsere Anforderungen sind einfach maschinenneutral. Ich habe es gesagt, Sie haben einen Maschinenpark, wo unterschiedliche Maschinen drin sind. Wir können für alle Maschinen ein CAD/CAM-Variantensystem installieren. Wir sind aber auch offen für Schnittstellen. Da komme ich jetzt wieder zurück ein bisschen zum direkten Türenfertigen. Und zwar, wir lesen ein. Ja, wir können Daten von ERP-Systemen einlesen, aus CSV-Dateien, aus Türenlisten und wir haben auch eine offene Schnittstelle. Das heißt, ein Programm kann zum Beispiel unsere Schnittstelle lesen und kann dementsprechende Dateien erzeugen, die wir dann einfach weiterverarbeiten können. Wir machen zu 80% Standardlösungen und machen aber natürlich auch in der Türenbranche von Einmannschreinerei, der ab und zu mal eine Türe herstellt, bis zu fast die größte Türenwerke in Europa, dann aber auch kundenspezifische Lösungen. Ja, wir haben 14.000 Installationen weltweit, die sind in allen Sprachen verfügbar und skalierbar. Heutige Anforderungen sind, wissen Sie ja selber, einfach komplexere Maschinen mit Fünfachstechnik, mit automatischen Tischen, mit Mehrkanaltechnik, also mehrere Stationen hintereinander, verkettete Fertigungslinien dann und gleichzeitigen Bewegungen einfach. Wir haben Laserprojektionen von oben, die wir anbinden. Wir haben Barcodes, die wir abscannen und dann die dementsprechenden Programme aufrufen. Wir machen das ganze Paket um die CNC-Maschinen rum, machen auch die Werkzeugoptimierung. Das ist alles auch im Hinterkopf zu bedenken, wenn man Türen direkt machen will. Und deshalb ist auch so wichtig, dass man schaut, wie integriert man sich am besten im Unternehmen. Was gibt es da zum Beispiel schon für offene Schnittstellen? Und da haben wir eigentlich zu allen Branchensystemen und CAD-Systemen Schnittstellen. Wie sieht es aus? Wie kann das aussehen? Zum Beispiel, Sie haben irgendeine Handliste, vielleicht haben Sie die Handliste analog, vielleicht haben Sie es sogar schon digital als Excel-Liste. Die können wir dann einlesen als CSV-Datei, als XML-Datei und können dann über unser HOPS 7 die Maschinen mit dementsprechenden Werkzeuge, die gerüstet sind, einfach auch anbinden und die Programme automatisch machen. Und deshalb können wir da relativ flexibel agieren. Ja. Tendenz geht auch immer ein bisschen mehr hin zu 3D-Modellen. Ja, oben rechts ist zum Beispiel ein Haus in 3D gezeichnet, wo man dann auch schon Daten importieren kann über zum Beispiel das sogenannte BTLX-Format. Das Ganze nochmal schematisch dargestellt. Wir haben hier die ganzen Schnittstellen, wo wir Daten bekommen, aber auch Daten hingeben.
ins ERP-System, ins MES-System und wir geben natürlich auch auf die ganzen Maschinen die Programme dann raus und haben auch Kommunikation mit Lagersteuerung. Das ist nochmal ein kleiner Überblick über die Schnittstellen, mit denen wir partnerschaftlich auch zusammenarbeitet. Vielleicht kennt der ein oder andere eine Schnittstelle. So, wie sieht es bei uns auf, wenn man ein Projekt macht in der Türerbranche? Wir lassen uns im Regelfall Daten geben. Ja, Sie haben es vorher gesehen, wir können Türen auch direkt machen, aber wir lassen uns die Daten erstmal geben. Wir geben Ihnen eine Checkliste, wie Ihre Maschine aussieht. Sie kreuzen das an, schreiben es rein. Wir sichten dann Ihre Daten und machen Ihnen dann einfach mal einen Lösungsvorschlag. Wir präsentieren das entweder online oder direkt vor Ort. Und da sind wir erstmal in Vorleistung für Sie gegangen. Ja? Und wenn Sie dann sagen, das ist so in Ordnung, dann können wir Ihnen ein Angebot erstellen. Meistens kommt es dann zum Auftrag. Wir schulen dann noch und machen dann eine IB. Wie sieht so eine Online-Demo aus? Ja. Sie haben uns Daten geschickt, genau, und mit denen wollen wir jetzt direkt eine Türe machen. Ich starte mal das Video. Das ist jetzt keine Türenliste sein oder irgendeine Textdatei, wo Sie einfach Länge, Breite und die Bandbezugslinien und so Zeug drin haben. Die lesen wir ein und es ist fertig. Ja. Das Programm ist eigentlich da. So, jetzt geht's los. Eine Architektin meldet sich, sie will noch den ETS drin haben. Wir können auch nochmal in den ganzen Ablauf von Hand eingreifen. Ja. Der Maschinenbediener kann zum Beispiel eingreifen, wenn zum Beispiel irgendwelche Stuttbleche zu dünn oder zu dick sind, dass das wirklich auch schön glatt ist. Diese Möglichkeit haben sie einfach auch bei uns immer noch, dass man manuell nochmal eingreifen kann. Jetzt zum Beispiel ruft die Architektin an, sie will nochmal mittendrin einen Messingstreifen haben. Kein Problem. Wir machen einfach eine Nut rein. Ja. Wir klicken das hier zusammen, auch makrogesteuert, relativ einfach auch zu sehen, wie man das quasi zusammenklickt und es ist da. Ja. Nachträglich ergänzt und wir gehen in die Simulation rein und schauen es uns dann dort an, wie das aussieht. Die Nut, dann tun wir links drin vorstechen, wir machen die Felse rein, die Bodendichtung, fahren einmal außen rum. Gibt es natürlich auch verschiedene Strategien. Wir können zuerst die Beschlagstechnik machen und dann formaten oder andersrum. Das ist von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Man sieht auch hier nochmal ganz, ganz deutlich, wie viel Millimeter oder Überstand quasi der Fräser dann hat. Man kann oben dann eine Taschglocke reinmachen, die dann quasi eine Phase oben hin macht. Und dann kommen wir zu den Bearbeitungen, die Zeit fressen. Da kann man natürlich auch mit unseren Makros relativ schnell dann auch die Bearbeitungszeit reduzieren. Ja, man kann jetzt auch hier, muss nicht immer nur den Fräser fräsen, sondern man kann auch mal einen Hobelkopf nehmen, zum Beispiel um den Hebelarm rauszumachen. Genau, dann machen wir noch die Bänder rein. Links und rechts drehend. Wir können auch Werkzeugwechsel optimieren. Ja. Dann ist es natürlich, wenn Sie Variablen haben, die Sie uns übergeben, Daten, ist es relativ einfach, da auch noch was zu optimieren. Auch hier wieder kann man unterschiedliche Stellfrässtrategien verfolgen. Zuerst Stulp oder zuerst Schlosskasten. Und jetzt sehen wir gleich auch nochmal eine Kollision. Das habe ich jetzt einfach hier bewusst nochmal reingemacht, wie das dann aussieht, wenn zum Beispiel der Fräser zu kurz ist. Dann zeigt er uns das hier rot an, ja, dann weiß der Maschinenbediener das und kann dementsprechend entweder ein anderes Werkzeug rüsten oder muss es nochmal kontrollieren. So, wenn wir ein Projekt haben mit einer speziellen Türenmaschine, bieten wir auch Workshops an. Ja, wie sieht so ein Workshop aus? Man nimmt diese ganzen Werkzeuge, weil
da steckt ja schon was dahinter, so ein automatischer Ablauf zur Integration, dass man eine Tür direkt machen kann. Da müssen Frässtrategien geklärt werden. Ja, man sieht es hier links einfach, wie, was für mathematische Bewegungen das auch sind. Und die müssen einfach festgelegt werden. Ja, man muss festlegen, was habt ihr für Tische, wie wollen wir die ansteuern. Und dann bieten wir einen Workshop an, wo man das besprechen kann, wie das alles ablaufen soll. Wir sind natürlich auch noch in andere Einsatzbereiche tätig, nicht nur bei den Türen, auch bei den Fenster, Fassaden, Fertighausbau, Betonschalungsbau, Küche, Yacht und so weiter. Genau, wo geht die Reise hin? Ja, die Reise geht hin, ich habe es vorher gesagt, dass immer mehr in 3D auch gezeichnet wird. Ich zeige euch jetzt mal noch kurz einen Import, wie man direkt aus dem 3D quasi, sehen Sie ja, das sind die 3D-Teile, eine Hauptdatei erzeugt. Man liest das hier ein, ja, man kann sich das hier nochmal anschauen und dann drückt man, sage ich jetzt einfach mal aufs Knöpfle und automatisch entsteht dann eine Hauptdatei, wie wir es vorher gesehen haben und die kann man dann dementsprechend weiter bearbeiten. Ja. Auch aufwendig, das ist jetzt über das BTLX-Format und Sie sehen dann die Werkzeuge, die Teile werden generiert. Ich habe das jetzt auch einfach mal ungekürzt gemacht, dass Sie einfach auch mal ein Gespür dafür entwickeln, wie schnell das dann auch laufen kann. Hier auch wieder diverse Aggregate im Einsatz mit Späneleitbleche, verschiedene Zyklen, verschiedene Frässtrategien, auch hier bei uns abbildbar. Einmal die Sarge jetzt hier, der Blockrahmen und im Weiteren kann man dann auch zum Beispiel ein Türblatt einlesen. Ja. Man hat ja dann im 3D mehrere Baugruppen, sage ich jetzt mal. Da muss man ein bisschen schauen, dass man das dementsprechend auch konstruiert mit den Taschen. Und dann ist das eigentlich ein Automatismus. Und man kann die Tür dann wirklich direkt machen. Man übergibt es und die CNC-Programme sind dann automatisch da und können dann von dem Scanner und von der Festplatte abgerufen werden. Und die Maschine kann dann quasi manuell arbeiten. Genau hier auch mit dem Winkelaggregat verschiedene Strategien. Er macht jetzt hier zum Beispiel zuerst die Beschlagstechnik raus und fährt dann nachher nochmal genau mit dem Falzkopf und dem Späneleitblech einmal außen rum und macht dann die Überstände weg. Genau. So, ich wäre jetzt durch. Ich weiß, dass es in der kurzen Zeit nicht möglich ist, alle unsere Tools zu zeigen. Aber wenn Interesse besteht, gerne Zeit, jederzeit melden. Und dann machen wir gemeinsam Türen direkt. Wir sind auch noch auf der Holzhandwerk. Könnt uns gerne besuchen. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Wacker, für den, wie ich finde, sehr interessanten Vortrag. Es ist schon immer wieder beeindruckend zu sehen, wie man heutzutage Prozesse wirklich durchgängig und damit ja auch relativ fehlerfrei abbilden kann, ohne irgendwie Abstriche in Sachen Gestaltung zu machen. Und ich glaube, das ist auch eine der Stärken Ihres Unternehmens, dass Sie unabhängig vom Design, unabhängig von der Maschinentechnik, da eben die ganz einfache Durchgängigkeit ermöglichen. Ich sage großes Dankeschön. Es gibt keine speziellen Fragen mehr zu Ihrem Vortrag. Deswegen würde ich sagen, machen Sie es gut. Einen schönen Tag noch und herzlichen Dank an Sie nochmal für den Vortrag. Ja, jetzt schlagen wir die Brücke von den Verkäufertipps zu den Produzententipps. Wir wollen die Türen ja erstmal auch bauen und viele von Ihnen sind eben auch in der Produktion tätig, in der Fertigung von Türen. Was braucht man da? Maschinen und Werkzeuge. Und darum geht es jetzt am heutigen Nachmittag. Bernd Steimle ist bei Leuco der Werkzeugexperte und der Segmentmanager für Türen.
Und Probleme und Lösungen geben sich bei ihm die Klinke in die Hand. Ein sehr treffender Vortragstitel, wie ich finde. Und dieser Zweiklang bestimmt dann tatsächlich auch seinen Arbeitsalltag. Er kommt von der Firma Leuko Ledermann GmbH und Co. KG. Braucht man wahrscheinlich in diesem Kreis nicht mehr viel zu sagen. Werkzeuglösungen, intelligenter Service, Werkzeugprogramm, Hartmetall, diamantbestückte Werkzeuge, ja, für nahezu alle Belange der holzverarbeitenden Handwerker und der Industrie. In seinem Vortrag wird Herr Steimle sich hauptsächlich auch auf das Fräsen von Türbändern und auch den Schlosskasten, also zwei klassische Herausforderungen für Türenhersteller, konzentrieren. Wie wir das eben gerade bei Herrn Wacker in der Simulation gesehen haben, schauen wir uns jetzt eben die Werkzeuge an, die dazu eingesetzt werden sollen. Bitte schön, die virtuelle Bühne gehört jetzt Ihnen, Herr Steimle. Vielen Dank, Herr Gahle, für die netten einleitenden Worte. Am Anfang der Einladung war es für mich ziemlich schwierig zu sagen, was machen wir hier denn bei den digitalen Praxistagen in Türen. Wir haben ein extrem breites Spektrum von Zuhörern wahrscheinlich, vom Schreiner, der vielleicht erst anfängt, Innentüren zu fertigen, bis zum Profi. Da habe ich mich in meinem kleinen Vortrag darauf fokussiert, mal einen ganz groben Türenablauf zu stellen, wie wir auf der CNC-Maschine eine Tür fertigen. Und in diesem groben Ablauf haben wir zwei bestimmte Frässtrategien oder Fräsungen noch genauer betrachtet, um auch so dem sehr großen Profikunden einen kleinen Beitrag zu leisten. So, Ablauf, Türenfertigung auf der CNC. Wir haben hier im ersten Bild Überstände wegfräsen, das heißt, wir haben eine Decklage aus HDF, HPL-Bestückung, Furnier und so weiter und so fort, die ja alle über der normalen Bereich von der Türe stehen und die wir dann im ersten Step wegfräsen müssen. Hier können wir das mit einem normalen Schlosskastenfräser machen, Standardwerkzeug, Wendeplatten oder auch Sägen. Sägen haben natürlich ein Problem, dass die Überschnitte auf der CNC runterfallen und händisch dann weggetragen werden müssen. Es gibt natürlich auch CNC, die eine automatische Abfuhr haben. Das ist dann sehr kundeindividuell zu halten. Optimal ist natürlich ein Sonderwerkzeug, ein Castor-Werkzeug mit sehr großem Spanvolumen, wo man dann dementsprechend extreme Vorschübe fahren kann. Für die, die sehr, sehr viele Türen machen, empfiehlt sich natürlich im zweiten Step, die Deckschicht wegzufräsen. Ich habe es gerade gesagt, HPL, HDF, viel Leimanteile hier in diesen Deckschichten, machen natürlich für die Wendeplattenfräser, die im zweiten Step dann kommen, die Standzeit sehr gering. Da empfehlen wir hier, ein Diamantwerkzeug einzusetzen. Es gibt verschiedenste Ausführungen, wo ich sage, ich will einfach nur gerade vorfräsen oder auch gleich die Fertigkante hier mitmachen. Alles sehr individuell zu gestalten. Sprechen Sie uns dann einfach darauf an, wenn die Ideen da wären. Wir unterstützen Sie da gerne. Mit CNC-Fertigung, gerade bei Spezialtüren, gibt es dann wieder die Bodenabschlusswerkzeuge oder Fräsungen. Die werden meistens oder werden grundsätzlich auf der CNC vor der Formatbearbeitung gemacht, weil einfach diese Austritte, die der Fräser betrifft im Austrittsbereich, die Austritte durch diesen vom Falzfräser später wieder weggenommen werden. Die Falzbearbeitung selber, hier haben wir zwei verschiedene Aufführungen. Einmal den Einfachfalz in der Doppelfalztür dargestellt und normaler Falzfräser. Je nachdem, was für Mengen ich produziere, brauche ich natürlich einen Serienfräser. Oder ich sage, ich möchte sehr individuell arbeiten. Da kann ich natürlich wirklich mit einem größeren dimensionierten Falzkopf alle Türfalze arbeiten und dementsprechend mit weiterfolgenden Bearbeitungen die Türe fertig formatieren. Bei der Bereiche Falzkopf, die speziell für eine Türsorte fertig ist, kann ich die komplett fertig bearbeiten. Das heißt, ich kann hier einen Radius mit einfahren, hier in dem Bereich. Ich kann hier gleich eine Phase bringen. Ich kann hier auch gleich die Dichtungsnut mit einfräsen. Also es gibt Möglichkeiten, hier alles komplett fertig zu machen. Empfehlenswert für die obere Kante ist allerdings ein separates Werkzeug, wie hier, um einfach die Toleranzen der Türblattstärke auszugleichen. In jedem Fall wäre es dann optimal, wenn man das mit einer Glocke oder mit einem Tastaggregat irgendwie bearbeitet.
Nachgang kommen dann, wenn die nicht schon drin sind, die Gumminuten, Brandschutzdichtungen, Triplock, Treplan, verschiedene Fräsungen. Hier der Ablauf sehr flexibel einzustellen. Wir haben das halt so aufgeführt. Kann natürlich auch später oder früher gemacht werden. Dann kommen die Spezialwerkzeuge, Drückerloch, Schlüsselloch, Spionlochfräsungen, Glasausschnitte, Lichtausschnitte. Hier müssen wir wirklich schauen, was wird gefräst, wie viel Mengen habe ich, welches Werkzeug ist dann wirklich für den individuellen Kunden optimal. Da sprechen Sie uns einfach drauf an. Wir finden aus dem Standard relativ schnell was, wenn Sie sagen, okay, wir brauchen eine Sonderlösung aus irgendwelchen Gründen, brauche ich mehr Standzeit und, gibt es da sicherlich auch Sonderlösungen, die wir Ihnen gerne anbieten können. Danach kommt der Schlosskastenfräser und Stulpwerkzeuge. Im Schlosskastenfräser kann ich theoretisch den Stulp mitfräsen. Ich empfehle aber immer mit einem Bandfräser bzw. einem separaten Stulpfräser die Stulpe zu fräsen, einfach aus Qualitätsgründen. Auf die Schlosskastenfräser, wie wir da abgehen von der Frässtrategie, kommen wir später noch hinzu. Dann Bandfräsungen, hauptsächlich bei Objekttüren wird gefräst. Die normale Standardtüren haben eigentlich nur so die Anubar-Bänder, die ganz normalen Bohrungen. Bei Projekttüren wird dann gefräst. Da kommen wir dann später auch nochmal genauer drauf. Und im letzten Step werden natürlich die Schrauben für Sicherheits- und Resetten für irgendwelche Schilder vorgebohrt mit einem ganz normalen Vollhartmetallbohrer, der überall halt im Lager erhältlich ist. Kommen wir zu den Schlosskastenfräsern. Ich habe hier mal zwei Bilder aufgeführt. Einmal eine negative Ausführung. Bei der negativen Ausführung ist es so, dass der Span Richtung bzw. die Schneiderichtung Werkstück gedrückt wird. Bei der positiven Ausführung, die die meisten kennen, wird der Span vom Werkstück weggezogen. Das mal als Vorabbereich, was für unterschiedliche Schlosskastenfräser es gibt. Es gibt natürlich auch eine Wendeplattenausführung. Ich persönlich schwer eher auf die Hartmetallausführung, weil die Standzeiten und die Qualität doch etwas besser sind. Was für Fräsvarianten gibt es denn? Wir haben beim Schlosskastenfräser verschiedene Fräsvarianten. Eine hiervon mal genauer aufgeschlüsselt. Sorry, Technik, die begeistert. So, wir bohren hier bei diesem Fräsbereich einmal im Z-Maß unten, fahren rüber auf Kante und hier sehen wir ganz deutlich einen kleinen Absatz. Wichtig beim Schlosskastenfräser immer, egal was für eine Frässtrategie ich verfolge, wir müssen in dem Bereich, nachdem ich hier ausgestanden bin, einfach ein Zehntel reinsetzen. Wir haben den Vorteil, wenn wir hier diesen Zehntel verschieben, dass wir keine Anhaftungen am Schlosskastenfräser selber bekommen, der Span von unten besser am Schlosskastenfräser vorbeifahren kann und somit für die Spindel und auch für den Schlosskastenfräser eine viel längere Lebensdauer generieren. Hier die zweite Strategie. Hier fahren wir in einer Rampe, das heißt, wir fahren von links nach rechts in einer Rampe. Und fahren dann immer am Anfang wenig und später dann mehr. Ja, auch ein Bild dazu, das sieht man dann ganz deutlich beim fünften oder sechsten Schub. Man sieht es hier auch schon, dass die Bereiche immer größer werden. Und gleich sehen wir hier auch die Wabe. Dann sehen wir die Wabe auf der anderen Seite nicht gesehen haben. Wird immer mit einer Rampe gefahren von links nach rechts. Diese Version ist für den Fräser etwas besser. Das heißt, die Version mit der Rampe fräse ich hier an der wirklichen Schneide, die auch bearbeitet wird. Bei der Variante 1 ist es ja ein Bohren am Anfang, wo für den Fräser nicht ganz so optimal ist. Für die Spindel allerdings etwas besser. Und die dritte Fräsvariante verbirgt sich dementsprechend von der Variante 1 und Variante 2. Hier wird nicht einfach hin und her gefahren, sondern einer Taschenfräsung gefahren. Ja? Und die Taschenfräsung fahre ich einmal komplett durch und gehe dann in die Variante 1 oder Variante 2 weiter. Ich muss dementsprechend auch wieder nach unten setzen, in einer Rampe oder mit dem Vorbohren.
Vorteil bei der Variante 3 ist so, dass ich den Schlosskastenfräser immer auf dem gleichen Maß halten kann. Das heißt also, wenn ich den Schlosskastenfräser bei 4, 5, 6 Mal beim Schärfen war, hat er keine 16,5 oder 16 mm mehr, sondern liegt dann irgendwo bei 14,9. Und ich kann trotzdem meinen Schlosskasten auf diese 16,5 bzw. 16 mm Breite ausfräsen. Nachteil ist natürlich in dem Bereich, Variante 3, dass wir hier etwas längere Liegezeiten auf der Maschine haben. Im normalen kleinen Bereich, denke ich, macht es nicht viel aus. Im industriellen Bereich wird hauptsächlich Variante 1 und Variante 2 bezogen. Hier geht es wirklich dann auf die Sekundenebene runter. Mit was für Vorschriften fahren wir denn den Schlosskastenfräser? Hier im Riegelmaterial, das sind jetzt MDF-Riegel im Bild, fahren wir eine Zustellung von 7 bis 10 mm. Bei Variante 1 sehe ich eher die 10 mm, also mit Bohr-Variante. Bei der Rampe würde ich lieber auf die 7 mm zurückgreifen, da wir ja hier mit 0 starten, dann bei 7 rauskommen und hier komplett rüberfahren wieder auf 7 und dann dementsprechend hier auch 14 mm, dann würde ich fräsen. In Harthölzern die Zustellung natürlich geringer, mehr Gegenwehr vom Material. Das heißt, wir fahren hier von 5 bis 7 mm pro Hub. Und in der Füllung selber, hier haben wir einen Röhrenspan. Es gibt natürlich auch Vollspan oder Wabenplatten. Können wir denn die Zustellung dann erhöhen beim Schlosskastenfräser und fahren dann dementsprechend 10 bis 15 mm pro Hub bei Vollspan. Bei Röhrenspan kann der Hub dann von 15 bis 20 mm erhöht werden. Und bei der Wabe kann die ganze Schnittfläche vom Schlosskastenfräser ausgereizt werden. Jetzt nochmal zu diesen Bereichen Schlosskastenfräser negativ, positiv. Wie hier gezeigt, negative Ausführung, positive Ausführung. Wir haben diese negative und positive Ausführung bei uns in unserer Maschine getestet. Es gibt eine Schwingungsmessung, das Sie hier sehen, das Bild. Wir haben die negativen Schluss- und positive Fräser aus dem Lager geholt, genau die gleichen Durchmesser, genau die gleichen Parameter eingegeben und einfach mal einen Bucheriegel, eine Tür mit Bucheriegel gefahren. Und siehe da, wir haben hier beim negativen Schlosskastenfräser eine Entschwingungsverhalten von 12 Milligramm im Bucheriegel direkt. Und bei der Füllung, das war damals eine Röhrenspan, liegen wir bei maximal 4 Milligramm. Gegen den positiven Schlosskastenfräser haben wir ein Schwingungsverhalten von über 18, fast 19 Milligramm. Und im Riegelmaterial bzw. Füllung dann bis zu 5 Milligramm. Das heißt, die Schwingungsverhalten des negativen Fräsers bei der Befräsbearbeitung ist deutlich besser. Das sieht man auch ganz klar an den Ergebnissen, die wir in den Tests dann gemacht haben. Seit 2, 3 Jahren gibt es den Schlosskastenfräser negative Ausführungen in Sonder. Mittlerweile seit 1,5 Jahren auch ein Standard. Haben wir ganz klar gesehen, dass wir die Standzeiten verdoppelt, fast verdreifacht haben im negativen Fräser. Gefährlich ist es dann natürlich, wenn ich zu lange drin habe, da die Qualität durch die negative Schneide den Standweg sehr erhöht und ich dann eine Bruchgefahr habe, wenn die negative Schneide zu stumpf ist, kann natürlich auch ein Bruch des Fräsers passieren. Daher bitte ich, wenn negative Gefräser gekauft werden später, nach doppelter Standzeit mal anschauen, ist der Fräsen noch stumpf, kann man noch fahren oder gegebenenfalls vielleicht doch mal zum Service geben. Wir fassen noch mal ganz kurz zusammen beim Schlosskastenfräser. Schlosskastenfräser immer im Versatz in die nächste Tiefe fräsen, also 1 Millimeter zum letzten Fräsvorgang. Wir haben dann keine Schläge am Schaft bzw. Spindel schon. Wir haben keine Brennstellen am Werkstück, keine Aufbruchschnellen am Werkzeuggrundkörper. Und somit auch die längere Standzeit. Vorteile beim negativen Fräser. Wir haben ein viel besseres Schwingungsverhalten, wie wir vorher auf den Diagrammen gesehen haben.
Der Stulp kann mit dem negativen Fräser eher mitgefahren werden, durch das, dass ich ja gegen das Material drücke. Es muss natürlich angeschaut werden, ob es ausreicht, da wir hier bei einem Schrubfräser arbeiten. Also theoretisch möglich, praktikabel würde ich nicht sagen. Wir haben beim negativen Schlosskastenfräser eine bessere Spernerfassung an der Absaugung. Es würden viele sagen, ja, wie geht das? Der ist ja negativ, der drückt den Sperrdruck nach unten, der positive zieht es nach oben, müsste viel besser sein. Ja, hatten wir auch gedacht, aber es ist wirklich so, dass die Spernerfassung im Schlosskastenfräser sind also weniger Späne drin, beziehungsweise gleich viel wie beim positiven, aber um die ganze Bearbeitung der Tür sehen wir beim negativen Fräser viel, viel weniger Späne, da er die Geschwindigkeit vom positiven reduziert. Also positive Fräser beschleunigt diesen Spann so dermaßen, dass die Absaugung diesen Spann nicht mehr erfassen kann, was beim negativen Fräser nicht passiert. Daher längere Standzeit, Überlebenszyklus des Fahrzeuges auch kostengünstiger. Fragen Sie uns einfach, fragen Sie uns meine Kollegen auf dem Markt. Wir beraten Sie in dem Bereich gerne weiter. Dann kommen wir zu Band- und Stulpfräsungen. Wir haben mit dem P-System eine Erfindung, die wir seit 2010 im Programm haben. Ein Patent von Leuko von 55 und 90 Grad Achswinkel ist unser Patent. Unsere Mitbewerber dürfen bis 54,9 Grad Fahrzeuge anbieten. Wir dürfen da mehr. Hier sehen wir unser Standard-P-System als Nutfräser auf dem Bild mit 70 Grad Achswinkel. Diese Werkzeuge für uns ins P-System sind bei uns immer 70 Grad Achswinkel. Hat die Erfahrung ergeben, wir haben verschiedenste Achswinkel versucht. Mit 70 Grad war die Preis-Leistungsverhältnis einfach das Optimalste, was so zum Test passiert ist. Wir haben im P-System perfekte Austritte hier in dem Bereich und perfekte Oberflächen hier als Austritt da und Oberfläche in dem Bereich. Wir können auch Sonderlösungen, wie zum Beispiel hier der Schwalbenschwanzfräser in der 5-Achs-Verarbeitung generieren. Fragen Sie uns, wenn Sie den haben. Wir helfen Ihnen sicherlich gerne weiter. So, wie fahre ich denn mit einem P-System grundsätzlich ein Klappenband oder ein offenes Band aus? Im Regelfall ist es so, dass ich beim Austritt- oder Eintrittsbereich immer ein linksdrehendes Werkzeug brauche, um die Austrittskante beim Gegenlauf nicht zu schädigen. Das heißt, hier müsste ich nochmal im linksdrehenden Fahrzeug reinfahren und dann ausarbeiten, rausfahren, ausarbeiten das Band und hätte hier dann einen kleinen Versatz zum linksdrehenden Werkzeug. Wir fahren hier mal das Video ab. Wir fahren hier mit einem kleinen Radius rein und gehen dann im Gegenlauf weiter. Hier nochmal als kleines Diagramm, wo man es besser sehen kann. Hier ist der Ausschnitt. Hier in dem Bereich müsste man normalerweise jetzt links vorfräsen, dass die Kante nicht ausbricht. Und wir machen das jetzt mit einem Werkzeug. Mach's ab. Mit einem Werkzeug dreht sich um. Also hier mit einem kleinen Radius einschwenken, im Gleichlauf an der unteren Kante vorbei und im Gegenlauf ausfräsen. Ja, also hier im Gleichlauf vorbei, immer mit einem kleinen Radius einsetzen, Gleichlauf vorbei, Gegenlauf ausfräsen und somit habe ich ein optimales Schnittergebnis. Wir haben hier in dem Bereich keine Ausrisse, wir haben hier keine Ausrisse und hier an der Kante, Oberfläche, wenn Sie jetzt hier ein Furnier hätten, ein Fichtefurnier oder sonst irgendwas, auch im Querbearbeitungsbereich, perfekte Oberflächen. Sie brauchen keine zwei Werkzeuge und haben daher ein optimales Schnittergebnis. Wenn ich mit links und rechts vorfahre, habe ich hier meistens noch einen kleinen Versatz, durch das, dass ich nie hundertprozentig von der Verrechnung mit der Maschine klarkomme. Da gibt es immer einen kleinen Versatz, müsst ihr mal verschiedene Türen anschauen. Da sehen Sie, dass da ein kleiner Versatz drin ist.
Wir fassen das PCC nochmal ganz kurz zusammen. Wir brauchen kein linkes und rechtes Werkzeug. Wir fahren alles mit einem Werkzeug, mit einem rechtstrennenden Werkzeug. Wir brauchen die richtige Fressstrategie, aber dann sind wir perfekt in der Qualität. Wir haben daher keinen Versatz, wie schon gesagt, weniger Schwingungen oder sonst irgendwas durch linke, rechte Werkzeuge. Wir haben Top-Oberfläche bei Furnier, Papier, egal welche Oberfläche, P-System funktioniert hier überall. Wir haben P-System für mehrere Fräsen im Einsatz. Das heißt, wir können das Stulp fräsen, wir können Band fräsen, Tektusband fräsen, wir können auch, wenn es sein muss, irgendwelche Kanäle fräsen, wie der Durchmesser zulässt. Wir haben bei einem Sondertürenhersteller bei einem Bauteil bis zu 5 Minuten optimieren können, nur damit, weil er keine zusätzliche Werkzeugwechsel machen müssten. Also P-System, wenn Fragen sind da dazu, überall einsetzbar. Scheuen Sie sich nicht vor dem leicht höheren Preis. Wir haben hier beim P-System 10-fach höhere Standwerke zu normalen DIA-Werkzeugen. Und daher denke ich, dass der kleine Mehrpreis auch der Qualität gut tut und Ihnen am Schlussendlich der Fräser mehr Freude macht, wie Sie im Geldbeutel zuerst Angst haben. Also scheuen Sie uns nicht, hier anzufragen. Wir beraten Sie gerne, auch später bei mir direkt. Meine Kontaktadressen haben Sie hier. Rufen Sie mich an, schreiben Sie mir E-Mail oder sprechen Sie direkt mit Ihrem Kollegen, mit meinen Kollegen, mit Ihrem Fachberater vor Ort. So, vielen Dank für Ihre Fragen. Stehe ich jetzt gerne bereit. Ja, vielen Dank, Herr Steimle. Ja, ich würde sagen, das waren ja echte Praxistipps und darum geht es bei den BMDDS-Praxistagen, dass wir Hinweise zur Verbesserung auch in der Produktion, Effizienzsteigerung bekommen und ja, da waren ja ein paar wirklich gute Sachen dabei. Einfach den Bohrer im Zehntel versetzen oder Zeitersparnis bis zu 5 Minuten. Das sind ja schon ernsthafte Größenordnungen, über die wir da sprechen, wo wir dann natürlich auch das eine oder andere Invest in ein etwas hochwertigeres Werkzeug dann schnell wieder rausbekommen. Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie sind heute nach der Mittagspause etwas ruhig, muss ich sagen. Hier leider nicht viel. Entweder sind die Referenten so gut, dass sie alle Fragen direkt beantworten. Sonst nutzen Sie noch die Möglichkeit. Ja, vielleicht können Sie noch mal auf das P-System noch mal eingehen. Das ist natürlich ein Werkzeug, was Sie jetzt schon etwas länger am Markt haben. Seit 2010 hatten Sie gesagt. Gibt es da Entwicklungen in dieser Richtung? Wie geht es weiter oder was können wir vielleicht auch auf der Holzhandwerk erwarten in 14 Tagen in Nürnberg? Ja, wir haben neue Fräsgeometrien, Friedrich-Holzhandwerk, da sind wir aber eher im Nesting-Bereich unterwegs, wo da sehr, sehr neue Bereiche vorgestellt werden. Kommen Sie vorbei, schauen Sie es an, es wird interessant sein. P-System selber wird immer Weiterentwicklungen geben, wo eher vom Kunden getrieben sind. Das heißt, Anforderungen vom Kunden gibt für uns neue Herausforderungen und da wird dann eben das P-System auch mit ins Boot geholt und schaut, wie kann ich das mit dem P-System eventuell lesen. Ja. Wir haben mittlerweile groß geschwungene Radien können wir mittlerweile mit P-System machen, Tischplatten und so weiter. Also alles möglich. Im Profilbereich geht es noch nicht ganz, da sind die 70 Grad einfach zu schwer zum Erodieren. Aber wir arbeiten immer an neuen Erodiertechniken und Fertigungstechniken. Daher sag niemals nie, es könnte immer wieder was Neues kommen. Ja, sollte auch nochmal als Hinweis mitgegeben werden. Also dieses Werkzeug, das P-System, ist natürlich nicht nur für Innentüren geeignet, sondern für alle Arten der Holzbearbeitung, was da eben auf Sie in den Tischlereien, in den Schreinereien zukommt. Auch schön bei Möbelbeschlägen, Möbelbau, sehr gut einsetzbar. Ja, dann bedanke ich mich. Sind noch keine weiteren Fragen dazugekommen. Wenn im Nachgang noch Fragen entstehen, leiten wir sie auch gerne weiter. An Herrn Steimle, an das ganze Team von Leuko. Persönliche Kontaktmöglichkeiten sind hier noch mit eingeblendet. Und sonst wenden Sie sich gerne an die BM- oder DDS-Redaktion. Wir leiten das gerne weiter.
Und sonst gibt es ja jetzt auch die eine oder andere Messe wieder, wo wir uns dann persönlich über den Weg laufen. In der Hoffnung, jawohl. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Und wenn was wert, melden. Danke, macht's gut, ciao. So, die BMDDS-Praxistage werden jetzt international. Wir kommen zu einem Vortrag von Stefan Höhn, Product Area Manager bei der SCM Group Deutschland GmbH. Die SCM Group ist ein international führender Hersteller von Maschinen für die Holzbearbeitung und bietet insofern natürlich auch spezialisierte Anlagen für die Türenfertigung. Mit dazu gehört das Unternehmen Sergiani, seit vielen Jahren mit leistungsstarken und zuverlässigen Prozesstechnik zur Türenproduktion in Deutschland auch präsent. Und ja, gehört seit 2006 zur SCM-Gruppe. Unter dem Titel Sergiani, leistungsstark wie immer, energieeffizient wie nie, wird uns nun Herr Höhn ein neues Verfahren zur Herstellung von Innentüren auch für den Einsatz im Feuchtbereich vorstellen. Es verspricht eine interessante Kombination von bewährter Technik mit neuen, zeitgemäßen Ideen. Bitte schön, Herr Höhn, die virtuelle Bühne gehört Ihnen. Ja, vielen Dank für die kurze Einführung. Grüße aus Italien. Ich befinde mich tatsächlich gerade bei uns im Hauptwerk in Rimini, in unserem Technology Center. Wir haben hier gleichzeitig noch eine andere Veranstaltung am Laufen, wo wir eine neue Maschine zur Fensterbearbeitung vorstellen, die neue Window Flex. Das nur am Rande erwähnt. Wir steigen jetzt hier ein ins Thema Türenfertigung natürlich. Vielleicht noch kurz zu meiner Person. Ich bin bei der SCM Group in Deutschland angestellt, in der deutschen Filiale. Kümmere mich da um das Thema Plattenaufteilsägen, Lagertechnik, das Thema Engineering allgemein, also alles, was so ein bisschen Projektcharakter hat, fällt in meinen Aufgabenbereich und eben auch die Pressen zur Herstellung von Türen. SCM Group ist ein Unternehmen, das seit 70 Jahren besteht. Wir feiern tatsächlich dieses Jahr 70-jähriges Jubiläum. Insofern geben sich da die Veranstaltungen hier im Hause die Klinke in die Hand. Seit 50 Jahren ein Familienunternehmen. Zwei Familien haben das Unternehmen gegründet. Es gab eine Gießerei im Familienbesitz und dort wurde eben angefangen, Holzbearbeitungsmaschinen herzustellen. Ein bekanntes Produkt von damals, die Linwin-Schiebele, unser Grundstein für den Erfolg der Gruppe. Wir sind mittlerweile ein großes Unternehmen geworden. Hier so ein paar Zahlen an die Wand werfen, einfach um das einschätzen zu können. Weil in Deutschland kennt man zwar den Namen SCM schon, aber eher im Bereich mit Standardmaschinen oder CNC-Maschinen. Aber wir haben da noch einiges mehr im Portfolio zu bieten, wie Sie gleich sehen werden. Wir machen 750 Millionen Euro Umsatz. Wir haben 4.000 Mitarbeiter mittlerweile, also stark gewachsen über die letzten Jahre. Und das alles wird ausschließlich in Italien gefertigt, in drei großen Produktionswerken. Die meisten da um den Bereich Rimini angesammelt, wo der Hauptsitz auch ist. Dort haben wir eine Fertigungstiefe von bis zu 85% bei den Maschinen. Also wir machen sehr viel selber und haben da natürlich dann den kompletten Prozess in der Hand. Wir sind weltweit vertreten, auch in Deutschland, mit SCM Deutschland natürlich. Und ja, Entwicklung spielt eine große Rolle bei uns, gerade im Bereich Digitalisierung natürlich das große Thema im Moment. Aber SCM ist nicht nur SCM für die Holzbearbeitungsmaschinen. Wir machen auch mit unserem Markennamen CMS Maschinen für die Aluminium-, Kunststoff-, Glas-, Steinverarbeitung und durch die Komponentenwerke, die es uns ermöglichen, da mit großen Synergien halt gruppenübergreifend zu fertigen. Bekanntes Beispiel Hiteco, wo wir zum Beispiel auch für unsere Marktbegleiter Frässpindeln für CNC-Maschinen herstellen. Aber heute geht es um Sergiani. Wurde ja schon angekündigt, die Firma ist sogar noch älter als SCM, 1947 schon gegründet, lange eigenständig auf dem Markt mit bekannten Produkten, wie zum Beispiel die Leopeda-Pressen. Das fällt mir zum Beispiel in Deutschland auf, dass man da immer noch relativ viele von diesen Leopeda-Pressen im Einsatz antrifft. Also solide gebaut sind sie auf jeden Fall, diese Maschinen. Aber heute geht es natürlich konkret um unsere Türenpresse, unsere Sergiani LAS.
auch seit vielen Jahren, Jahrzehnten kann man mittlerweile schon sagen, auf dem Markt etabliert. Unser System für die Herstellung von Werktüren im Durchlauftaktprozess. Das Besondere an der Sergiani LAS ist die Möglichkeit, die Pressetagen einzeln zu öffnen, ohne auf den anderen Pressetagen den Druck wegzunehmen. Das ermöglicht eine kontinuierliche Fertigung. Also wir müssen keine Chargen sammeln, sondern wir können kontinuierlich Produkte in die Presse ein- und ausfahren, was natürlich den Prozess drumherum etwas einfacher gestaltet. Die Presse ist sehr kompakt gebaut, sehr stabil gebaut mit dem kompletten Pressrahmen. Und hier sehen Sie sich als Standalone-Maschine. Natürlich ist es möglich, diese Presse auch in vollautomatische Linien zu integrieren, ohne weiteres Problem. Ich habe hier einen kleinen Film vorbereitet. Da können wir uns die Presse mal in Aktion anschauen. Im rechten Bereich sehen Sie einen Bandtisch, der dient zur Beschickung der einzelnen Presseetagen, und im linken Bereich die Presse an sich. Sie sehen hier den Türrohling, der von der Legestation kommt und auf das Band aufgelegt wird, wird nach vorne in die Standby-Position gebracht. Und dann setzt sich der gesamte Bandtisch in Bewegung, fährt in die Presse ein. Beim Ausfahren läuft das Band rückwärts und legt die Tür dann positionsgenau in der Presse auf dem Presstisch ab. Hier können wir mal von oben drauf schauen. Und man sieht, dass sich das gesamte Gebilde gleich in Bewegung setzt. Und jetzt kommt es zum großen Trick. Der Pressblock öffnet sich in einer Etage, alle anderen Etagen behalten den Druck. Und wie Sie vielleicht jetzt schon gesehen haben, man sieht es gleich im Detail nochmal besser, wird beim Einfördern auch gleichzeitig das fertige Werkstück ausgefördert. Mittlerweile haben wir die alten Manometer ersetzt durch eine elektronische Steuerung. Das heißt, die Maschine wurde über die gesamte Lebensdauer immer aktualisiert, weiterentwickelt, modernisiert. Hier sehen Sie, wie der neue Türrolling eingeführt wird, wird auf dem Pressblech abgelegt und sofort schließt sich die Presse wieder. Das ist übrigens ein patentiertes System, das Sie nur bei uns, bei der Sergiani LAS bekommen. Die Maschine ist verfügbar als kleinste Version mit 5 Etagen, als größte Version mit 10 Etagen. Das heißt, wir haben für alle Kapazitätsanforderungen hier was im Programm. Und wie Sie auch sehen, ist die Presse sehr schnell in ihren Abläufen. Das heißt, die Zeit auf dem Beschickband, bis der Türrolling in der Presse unter Druck steht, ist sehr kurz. Hier sieht man nochmal den gesamten Pressblock in Aktion. Der Pressblock wird als Gesamtes nach oben und nach unten geschoben und auf der jeweilig richtigen Position öffnet ein Hilfsrahmen in der Mitte die Presse und gibt so die Etage für den nächsten Pressvorgang frei. So viel zum Thema. Wie funktioniert eine Sergiani LAS? Und jetzt zu unserer Neuheit, die wir im letzten Jahr sozusagen implementiert haben bei einer ersten Anlage bei einem Kunden in Spanien. Und zwar haben wir hier ein Verfahren mit Polyurethan-Klebstoff realisiert und dadurch halt verschiedene Vorteile gesehen und auch in der Praxis nachgewiesen, dass das funktioniert. Erstmal zum Polyurethan-Klebstoff. Der hat ein paar Vorteile. Zum Beispiel auf der einen Seite ist er feuchteresistent, wenn er ausgehärtet ist. Ich habe im Vergleich zu anderen Klebstoffsystemen wie Polyvinylacetat relativ geringe Auftragsmengen. Und dadurch, dass ich eben hier auf die Mittellage auftrage und nicht wie sonst üblich auf die Decks, einen sehr reduzierten Bereich, auf den ich Klebstoff auftragen muss.
Und als weiteren Vorteil von Polyurethan-Klebstoffen muss ich natürlich sehen, dass es eine sehr kurze Presszeit nur erfordert, dadurch, dass diese Klebstoffe eine sehr hohe Anfangshaftung haben. Auf der Sejani LAS haben wir eben die Möglichkeit, Polyurethan-Klebstoffe zu verwenden, weil wir keine Chargen sammeln. Das heißt, die Zeit zwischen Klebstoffauftrag, Legen und Pressen ist sehr kurz. Dadurch, dass wir immer einzelne Werkstücke vorbereiten und auch in die Presse reinfahren. Ein im Moment sehr erheblicher Effekt, wie wir gerade alle lernen müssen, ist das Thema Energie. Wenn ich eine 10-Etagen-Presse mit Wasser oder anderen Heizmedien beschicke, muss ich da natürlich eine ganz erhebliche Menge an Energie aufwenden. So eine Presse ist ja in der Regel dreischichtig in Betrieb, rund um die Uhr, durch fast das ganze Jahr, bis auf Wartungsstopps laufen diese Anlagen ja eigentlich kontinuierlich. Durch das Polyurethan-Klebstoffsystem ist es möglich, die Presse unbeheizt zu betreiben. Das heißt, es ist überhaupt kein Kostenaufwand für Energie in diesem Sinne vorzusehen. Und dadurch, dass ich mit Polyurethan-Klebstoffen eine sehr kurze Presszeit realisieren kann, ist es hier möglich, eine Etage, eine Presse mit 5 Etagen zu wählen und trotzdem auf eine Taktzeit von 20 Sekunden zu kommen. Das heißt, wenn Sie hochrechnen, sind das pro Schicht ca. 900 Türen, die Sie mit diesem Prozess fertigen können. Und eben als weiterer kleiner Vorteil durch die Wahl der 5-Etagen-Presse, es wird keine Grube benötigt, das heißt, die Maschine kann ganz kompakt auf den Maschinenboden, auf den Hallenboden gestellt werden. Der geringe Platzbedarf der Maschine kommt hier nochmal zum Vorteil und dadurch, dass ich eben nur unser kleines Standardmodell brauche, ein im Vergleich sehr geringes Investment. Im Weiteren auf diesem Bild ist ein Beispiel-Layout zu sehen. Das ist eben diese Anlage, die wir in Spanien gebaut haben bei dem Türenhersteller dort. Es ist ein sehr, sehr kompaktes, einfaches Layout geworden, wo im Prinzip ein eher manueller Prozess verwendet wurde. Sie sehen links eine Beschickungsanlage für die vorbereiteten Rahmen. Die werden auf die Rollenbahn aufgelegt, fahren durch die Beleimmaschine. In der Position 4 sind die Decks vorbereitet. Die sind in diesem Fall mit einem manuellen Prozess gelegt. Die Bediener setzen dort die dreischichtige Komposition zusammen und von dort aus wird der Türrolling auf das Beschickband gelegt, wie wir es gerade eben im Film auch schon gesehen haben. Die Scheibenrollenbahn und die Klebstoffauftragsmaschine, das ist eine ganz einfache Walzenauftragsmaschine, herkömmlicher Bauart, also auch da ist keine besonders komplizierte Technik notwendig, sind aus der Linie ausschiebbar zum Reinigen. Und im Nachgang an die Presse sehen wir einfach eine Rollenbahn zur Übernahme. Hier sind natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie man diese Linie gestalten und automatisieren will. Ich habe im nächsten Bild mal ein Beispiel-Layout für eine vollautomatische Fertigungslinie mit einem herkömmlichen Prozess dargestellt. Hier sehen Sie alles vollautomatisch. Im unteren Bereich ist die Rahmenfertigung. Hier werden die Rahmen vorbereitet. Die Wabe wird hier manuell eingelegt. Im linken Bereich die Beschickung für die Decks mit einer Bürstenreinigungsmaschine, Leimauftragsmaschine, ein Portal zum Legen des Aufbaus. Hier sind zum Beispiel auch 5-schichtige Kompositionen möglich. Und im Anschluss die Presse mit einer automatischen Abstapelung in diesem Fall. Anstelle von so einer Abstapelung könnte man zum Beispiel auch einfach eine Verbindungsrollenbahn sich vorstellen, um eben hier an die weiteren anschließenden Prozesse direkt anzuschließen. Das war das Stichwort. Weitere Prozesse im Anschluss an die Presse. Kommt in der Regel die Kantenbearbeitung. Hier wollte ich jetzt nur mal mit einem kurzen Überblick über unser Portfolio einen kleinen Ausflug machen in die weiteren Prozessschritte bei der Türenfertigung. Wir haben hier mit unserer Tochtermarke Stefani die gesamte Kantentechnik im Griff. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Maschine, die Falzkanten bearbeiten kann, Format bearbeiten, alles, was sonst noch an Kante auf so eine Tür drauf muss, kann man mit dieser Maschine hier ohne Probleme realisieren.
Dann hat mein Vorredner hier gerade interessante Werkzeuge vorgestellt. Der Herr Steimle mit den Werkzeugen zur Schlosskastenfräsung und so weiter. Das können Sie dann zum Beispiel auf unseren Morbidelli-Maschinen durchführen. Hier sehen Sie eine Maschine mit Saugtraversen. Im Einsatz sind aber zum Beispiel auch automatische Fräsen im Durchlauf, um eben so eine Schlosskasten- und Nebenbohrungsarbeiten im Durchlauf mit der automatischen Beschickung und Abstapelung zu realisieren. Oberfläche ist bei vielen im Moment ein Thema. Gerade wie auf diesem Beispielbild links zu sehen, rustikale Oberflächen. Das können wir alles mit unseren DMC-Schleifmaschinen gestalten. Also das Thema ist tatsächlich Oberflächengestaltung. Nicht nur Glattschleifen, sondern wir können auch hier so eine stark strukturierte Fläche, wie hier links zu sehen, mit Dickschicht von hier zum Beispiel realisieren. Das sind dann zum Beispiel auch Sägeaggregate, die so einen Sägerauheffekt erzeugen, oder Stahlbürstenschleifaggregate, die diese tiefen Strukturen ins Holz bringen können. Und manchmal wird natürlich auch lackiert. Auch hier haben wir mit Super Fiji alles im Angebot, was man braucht, um eben ja, ein schönes Endprodukt für den Kunden zu gestalten. Das Thema Service kommt natürlich auch nicht zu kurz. Gerade wer so eine Anlage dreischichtig rund um die Uhr im Einsatz hat, braucht Unterstützung. Wir haben hier Unterstützung im Werk für Sajani, spezialisierte Servicetechniker für eben diese Maschinentechnologie, die sie dann bei eventuellen Störungen direkt unterstützen können oder eben auch geplante Wartungsarbeiten machen im Sommer. Wenn die Maschine mal für eine Woche steht, kann man da so eine gesamte Anlage renovieren und wieder auf den modernsten Stand bringen. So, jetzt war ich relativ schnell unterwegs anscheinend. bin hier am Ende von meinem Vortrag angekommen und ja, bin gespannt, ob Fragen aus dem Publikum aufgetaucht sind oder ob wir hier vielleicht noch ein paar Sachen diskutieren können. Ja, Herr Höhn, vielen Dank. Ein schneller Einblick in die Welt der Pressen. Gut, ich bin kein ausgebildeter Redner. Ich habe es vorher ein paar Mal probiert, aber irgendwie, ja. Nee, war sehr, sehr klar und sehr nachvollziehbar. Und wir sind besonders froh, dass Sie auch die Zeit sich genommen haben. Sie hatten es gerade selbst gesagt, Sie haben ja in Italien in diesen Tagen selbst eine große Veranstaltung. Dort geht es um Fenster, heute geht es um Türen, ja, um Innentüren. Fragen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im Chat lese ich im Moment noch nichts. Sie können jetzt aber gerne noch Ihre Fragen formulieren. Sie haben dazu unten rechts ein spezielles Eingabefenster, wo Sie Ihre Fragen absenden können. Und dann können wir die hier lesen und gemeinsam besprechen, aufnehmen. Herr Höhn, Sie hatten auf der Folie 12 ja, ein Standardmodell im Grunde gezeigt. Folie 13 kam dann nochmal so ein Hinweis zu den Dimensionen der Maschine. Das war so in der Zeichnung so ein bisschen zu erkennen. Also das ist schon ja, eine komplexe Anlage, die über eine Größe von 28 Meter mal 12 Meter, hatte ich da so etwa herausgelesen, dann eben den gesamten Prozess der Beschickung und des Pressens und wieder Abstapelns dann im Grunde übernimmt, ja. Ja, gut, diese Layouts sind halt Beispiel-Layouts. Es ist natürlich dann immer eine Kunden maßgeschneiderte Lösung, die man dann im Endeffekt anbieten kann. Es ist immer abhängig von Platzbedarf, was der Kunde schon hat, wie viel Platz zur Verfügung steht. Aber eben der Trick mit der Sajani LAS-Presse ist hauptsächlich, dass man sehr kompakt bauen kann, weil die Presse einfach für das, was sie dann leistet, sehr wenig Platz braucht. Und das ist oftmals ein Vorteil, gerade in Deutschland, wo man dann oft nicht allzu viel Platz zur Verfügung hat. Man will sich gerne einen weiteren Anbau sparen. Man muss mit dem Platz, der zur Verfügung steht, auskommen und da eben so ein Konzept reinzubringen, ist manchmal ein bisschen kitzelig. Da hilft eben, wenn man so eine kompakte Presse hat, die an sich sehr wenig Platz beansprucht. Wie weit verbreitet ist das schon mit dem automatischen Beschicken im Vergleich zum manuellen Einlegen und der klassischen Presstechnologie, wie wir sie im Werk sehen?
Also manuell macht es eigentlich kaum noch jemand, gerade in Deutschland nicht. Wir haben in Deutschland eine ganze Menge Sajani LAS-Pressen eigentlich im Einsatz. Also viele große Türenhersteller haben diese Maschinen im Einsatz seit vielen Jahren. Die haben in der Regel alle einen automatischen Prozess. Also wo zum Beispiel das Legen der einzelnen Lagen, das Vorbereiten der Rahmen, die Rahmenproduktion selber in Linie als eigentlich automatisch läuft. Und im Nachgang automatische Systeme zum Abstapeln, zum Puffern, um eben die Produkte dann für die Weiterbearbeitung vorzubereiten. So, jetzt haben wir auch eine Frage im Chat. Vielen Dank. Die Frage lautet, was sind die maximalen Presslängen bei den kompakten Pressen? Wir können die Sajani S bis 3,50 Meter Länge anbieten und 1350 oder 1500 in der Breite. Also wir haben da ein sehr, sehr breites Portfolio an verschiedenen möglichen Abmessungen der Maschine. Und für, sagen wir mal so, die Standard-Innentürenfertigung bis 3 Meter Raumhöhe ist auf den Anlagen kein Problem. Ja, ich denke, aus dem Bereich kam ja dann ja die Frage, dass es raumhohe Türenelemente und Gestaltungselemente in der Regel dann ja ausreichend. Genau. So, ja, vielen Dank, sagt auch der Fragensteller. Das ist auch in verschiedenen Ausgestaltungen, verschiedene Druckklassen. Eine einfache Presse, die mit relativ wenig Druck auskommt und 5 Etagen. Da ist eben der Hintergrund ein günstiges Anfangsinvest. Oder das Modell mit den hohen Druck, mit der hohen Druckklasse und den großen Pressblechen bis zu 10 Etagen. Das sind dann halt Maschinen, die sind für Großserienhersteller gedacht. Die sind da rund um die Uhr im Einsatz. Also wie gesagt, da kommt man dann auf so eine Ausbringung von auf eine Taktzeit von 20 Sekunden. Ja. Wo man auf eine Tagesleistung von ca. 959 Türen kommt. Da sind wir schon bald über die Grenzen des klassischen Handwerks hinaus, aber wir haben ja auch viele Unternehmen unter unseren Lesern, die sich genau in diesem Grenzgebiet bewegen, Richtung Industrie oder große Serienfertigungen. Und da ist das sicherlich ein sehr interessantes Anlagenkonzept. Ich fand auch den Übergang zur Peripherie ist schon fast das falsche Wort. Es ist der nächste Bearbeitungsschritt, der dann mit Ihnen ebenfalls möglich ist. Und zum Thema Oberflächen haben wir ja morgen früh dann auch nochmal einen Schwerpunkt, wo es um die Oberflächenbehandlung und Gestaltung von Innentüren geht. Von daher war das schon fast der Schwenk zum morgigen Tag. Ja. Und auch da ist eben mit Ihren Maschinen und Ihren Anlagen noch viel möglich, was man dann eben an mechanischer Bearbeitung vor der eigentlichen Oberflächengestaltung mit Lacken und so weiter dann noch vorschalten kann. Ja, ich denke, das ist schon ein schöner Vorteil, den man haben kann, wenn man im Prinzip den Gesamtprozess vom Zuschnitt bis zur Gestaltung des fertigen Produkts, Oberflächengestaltung aus einer Hand anbieten und konzipieren kann. Da stehen wir natürlich dann auch gerne zur Verfügung, um da beim Kunden zu beraten und eben das maßgeschneiderte Konzept zu finden, das genau in die Halle reinpasst, in die es rein soll. Wo kann man diese, speziell die Pressen, auch mal in Aktion sehen? Sind die bei Ihnen im Showroom auch? Die sind leider nicht im Showroom. Das ist immer eine Kommissionsfertigung. Die ist einfach zu groß und zu teuer, diese Maschine. Und zu speziell auch, um da eine im Showroom zu haben. Wir haben eigentlich immer eine in der Fertigung bei uns im Werk in Villavarucchio in der Nähe von der Emini. Das ist 30 Kilometer im Landesinneren hier. Da, wo die Berge des Apennin anfangen. Da sind die Kunden natürlich gerne eingeladen, vorbeizukommen. Nicht nur, um die schöne Landschaft anzuschauen, sondern eben auch interessante Maschinen. Und da können wir dann gerne die Presse entweder im Rohbau oder in Aktion während der Abnahmephase zeigen und da eben einen genauen Blick auf die Technik und auf den Trick mit dem Einzelöffnen werfen. Das ist schon eine ganz spannende Geschichte. Ja, dann kommt die Presse zur Presse. Jetzt haben wir genug gekalauert in diesem Bereich. Die Einladung nach Italien nehmen wir gerne an, wenn es zeitlich wieder passt. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Höhn. Ja. Gibt es weitere Fragen seitens der Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Sehe ich im Moment noch nichts. Auch hier das Angebot, Fragen auch im Nachgang gerne an uns zu senden, an Christian Erdemann oder mich, Christian Gahle. Und wir leiten die Fragen dann an Herrn Höhn auch im Nachgang gerne weiter. Es wird ja auch eine Aufzeichnung davon geben, die wir später zur Verfügung stellen. Vielleicht, wenn man sich das ein oder andere Detail dann nochmal anschauen möchte, da Fragen raus entstehen, dann haben wir da später immer noch die Gelegenheit, auch in den kommenden
Tagen und ja sogar Wochen. Das ist das Schöne bei diesem Format. Vielleicht an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis von mir. Den Film, den ich Ihnen gezeigt habe, der ist auf YouTube zu finden, ganz einfach. Sergiani LAS eingeben, da kommen dann auch weitere Produktbeispiele auf in der Resultatleiste. Da kann man sich dann auch verschiedene Kundenlösungen anschauen. Jetzt nicht nur die Sergiani Presse an sich, sondern eben auch gesamte Konzepte, die wir bei Kunden realisiert haben und da vielleicht noch ein paar andere interessante Einblicke gewinnen. Ja, das ist ja auch sehr schön, wenn Kunden eben auch Einblicke geben in ihre Produktion und da eben auch eine gewisse Transparenz dann auch zulassen, dass man eben auch von positiven Beispielen sich inspirieren lassen kann, was lernen kann und eigene Ideen entwickelt für den Aufbau des eigenen Betriebs, für den Ausbau der Produktion. Das war nochmal ein guter Hinweis. Also auf YouTube kann jeder selber nochmal schauen, ob da vielleicht eine Lösung ist, die Sie in Ihrem Betrieb dann nochmal weiterbringt. Gut. Ja, vielen Dank, Herr Höhn. Gerne, Grüße aus Italien. Tschüss. Tschüss. Wir sind etwas vor der Zeit, wir würden jetzt aber mit Paul Ott weitermachen. Ja, die Paul Ott GmbH ist Träger des nächsten Vortrags, ist Hersteller von Kantenanleihmaschinen und Bekantungszentren für Tischler und die Möbelindustrie. Ein österreichischer Familienbetrieb mit Innovationskraft und viel Liebe zum Detail. Geschäftsführerin Beatrix Brunner und Verkaufsleiter Franz Steiner referieren nun gemeinsam. Da sind die beiden schon zu sehen. Das Thema sind Sonderlösungen für die Türenfertigung, Ihre Anforderungen schlau umgesetzt. Außerdem werden wir Blick auf die Strong Edge Door Edition im neuen Showroom der Paul Ott GmbH werfen können, der erst im Oktober offiziell eröffnet wird. So habe ich es mir notiert. Genau, ja. Das ist korrekt. Bitte schön, die virtuelle Bühne gehört Ihnen. Ja, dann sage ich mir herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Beatrix Brunner, ich bin die Geschäftsführerin des Unternehmens und leite das Unternehmen gemeinsam mit meinem Mann. Und neben mir steht der Herr Franz Steiner, unser Verkaufsleiter. Und wir werden versuchen, Ihnen heute einen guten Überblick zu verschaffen über unsere Produkte und natürlich im Speziellen über die Sonderlösungen für die Türenfertigung. Zu diesem Thema haben wir auch eine Präsentation vorbereitet, die wir jetzt gerne mit Ihnen teilen möchten. Und im Anschluss würden wir uns natürlich sehr über Fragen von Ihnen freuen. So, wir beginnen jetzt gleich mit der Präsentation. Ich schalte jetzt kurz meine Kamera aus. So, hier ist die Präsentation. Und wir starten gleich mit eher etwas allgemeinen Dingen über unser Unternehmen. Hier nochmal ganz kurz für Sie nochmal schriftlich aufgeführt, Ihre derzeitigen Gesprächspartner und auch hier die Vortragenden, das bin ich, Beatrix Brunner und der Herr Franz Steiner. Und sollten Sie später Fragen bezüglich des Vortrags haben, wäre die einfachste Möglichkeit, uns beide zu kontaktieren über marketing@paul.com. Und jetzt gehen wir dann gleich eigentlich zu den Dingen, die uns am Herzen liegen, nämlich wir sind tatsächlich, wir sind ein Familienunternehmen, wir produzieren eben Maschinen für Tischler und Möbelproduzenten, sind weltweit tätig und im Bereich Kantenleimen einer der Marktführer und wir sehen uns eben als sehr regional verbundenes Unternehmen. Wir sind hier in Lambach mit zwei Standorten vertreten und es wird auch wirklich alles in unserer extremen Fertigungstiefe in Lambach produziert. Ein kleiner Überblick zur Geschichte des Unternehmens. Keine Sorge, ich werde nicht alles behandeln, das würde sonst etwas länger dauern. Wir konzentrieren uns auf die wichtigsten Punkte. 1963 hat der Herr Paul Ott das Unternehmen hier in Lambach gegründet, eigentlich als eigenständiger österreichischer Standort zu einem bereits bestehenden deutschen Unternehmen, das in der Nähe von Stuttgart, in Weidlingen, bereits schon sehr lange vorher erfolgreich Pressanlagen produziert hat. Und diese Sonderpressanlagen waren auch zu Beginn der Zeit eigentlich das Hauptthema des Betriebs. 1984 wurde das Unternehmen dann von meinem Vater übernommen, der schon vorher sehr lange im Betrieb gearbeitet hat, zuerst nur als einfache Bürokraft, später dann als Verkaufsleiter und dann als Geschäftsführer.
1990 haben wir das Grundstück erworben, wo wir jetzt auch derzeit stehen, also eigentlich etwas daneben, weil wir ja im neuen Showroom stehen. Und 1991/92 wurde das Werk 2 in Betrieb genommen. Und wir haben eben dieses Jahr, dadurch, dass es eben 30 Jahre her ist, dass es in Betrieb genommen worden ist, ein Jubiläumsjahr. In den folgenden Jahren haben wir einen ganz großen Punkt, zum Beispiel 2003, da haben wir unser Verleimsystem Combimelt zur einfachen Verleimung von POR auf den Markt gebracht und in den folgenden Jahren einige neue Maschinenreihen, die vielleicht manchen von Ihnen ein Begriff sein könnten. Das 50-jährige Bestehen der Firma in Lambach hat es dann 2013 gegeben und zu diesem Zeitpunkt haben dann auch mein Mann und ich die Geschäftsleitung übernommen. In den folgenden Jahren haben wir uns sehr viel noch mit Modernisierung im Betrieb beschäftigt und konnten 2021 auch einen kompletten neuen Bau des Werk 1 in Betrieb setzen. Eine Laserzuschnittanlage wurde da auch zum Beispiel in Betrieb genommen. Und momentan eben befinden wir uns in dem neuen Showroom, der im Oktober eröffnet wird, wo dann auch am Ende der Präsentation noch eine Einladung an alle Interessenten erfolgen wird. Unsere Produkte, wie bereits gesagt, sind Kantenanleimmaschinen in verschiedenen Größenordnungen für kleinere Anwender, für den klassischen Handwerker bis hin zur Möbelindustrie. Und wie Sie hier anhand dieser Skizze oder dieser 3D-Animation auch sehen können, wir haben schon sehr viele Lösungen umgesetzt, auch im Bereich des Handling, zum Beispiel mit Roboterintegration und so weiter. Da sehen Sie dann auch später noch einen Film dazu, zu diesen Handling-Lösungen, wo Sie sich dann auch ein bisschen ein besseres Bild dazu machen können. Die Liebe zum Detail ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Wir setzen gerne Sonderlösungen mit unseren Kunden um. Dadurch, dass wir auch ein relativ kleiner und familiär geführter Betrieb sind, können wir das auch relativ gut umsetzen bei uns im Alltag. Führen gerne diese Gespräche mit den Kunden, um dann auch wirklich die Anforderungen des Kunden kennenzulernen. Und gerade im Bereich der Türenfertigung gibt es ja wirklich sehr viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Und gerade da ist für uns jetzt das Thema sehr wichtig, dass wir auch wirklich persönlich mit dem Kunden klären, welche Anforderungen sie wirklich mitbringen. Ja, und jetzt würde ich gerne übergeben an den Herrn Steiner, denn jetzt sind wir eigentlich schon im Fachgebiet der Türenherstellung. Ich grüße Sie. Die Firma Ott beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Kantentechnik und in den letzten vergangenen Jahren immer mehr auch im Segment der Türen- und Innentürenfertigung. Wir sind einer der wenigen Hersteller, bei denen es möglich ist, Massivholzkanten bis 25 mal 80 mm Plattenhöhe oder eben 28 mm mal 60 mm Plattenhöhe anzuleimen, was speziell mit PUR anzuleimen, was speziell im Bereich der Brandschutztüren und Objekttüren eine sehr gefragte Option sein kann. Des Weiteren beschäftigen wir uns mit Spezialmaschinen für die Bearbeitung von Stockfuttern, Futterbrettern, Zierbekleidungen, doppelseitige Bearbeitung von Futterbrettern, das heißt in einem Durchgang eine fixfertige Bearbeitung und Formatierung von Futterbrettern und eben auch Zierbekleidungen. Wir werden hinterher noch ein paar Musterteile sehen, wo wir das Ganze noch mal ein wenig absprechen können. Es geht dann weiter, dass wir auch Maschinen produzieren für die Falzeinfräsung an Türblättern und die Falzeinleimung mit Kunststoffkanten mit bis 2 mm, mit Furnierkanten, mit lackierfähigen Kanten und in einem Arbeitsgang Bearbeitung, die gesamte Bearbeitung durchführen, inklusive das Verschleifen von der furnierten angeleimten Falzkante. Eine Maschine ist im Wesentlichen so aufgebaut, dass wir im Vorfeld schwere Zerspannungsaggregate haben, welche mit bis zu 10 Kilowatt und mehr mit HSD-Spindeln bestückt sind, welche mit Servoachsen gesteuert verschiedene Falzausprägungen und Tiefen automatisch angefahren werden können. Ein großes Highlight ist unser neues Verleimsystem, das wir speziell für die Falztüren entwickelt haben. Bei unserem System ist es möglich, per Knopfdruck entweder den Leim auf das Trägermaterial, sprich die Platte oder das Türblatt anzuleimen, zum Beispiel bei stumpfen Türblättern, oder eben wiederum auf Knopfdruck
wird der Leim auf die Kante aufgebracht und somit eben dann für die Falzeinleimung gerüstet zu sein. Auch hier werden über Servoachsen für die Kantenmagazine automatisch verstellt auf die jeweilige Falztiefe bzw. Falzhöhe. Am nächsten Bild sehen wir hier dann die Vorwärmung oder die Aufwärmung der Kante, dann die spezielle Druckzone, die je nach Kunden, Wunschkundenprofilen angefertigt wird. Es sind natürlich auch mehrere verschiedene Geometrien möglich, die halt dann im automatischen oder manuellen Wechsel umgebaut werden müssen. Im nächsten Bild sehen Sie dann das Einleimen der Kante. Wir sehen das hinterher nochmal dann in einem schönen Film, wo der Prozess in einem durchgeht. Die Sequenz der Formgebung der Kante sehen wir in der nächsten. Der nächsten Folie, eine Sekunde. Also im Vorfeld wird über die Zerspaner der Falz angefräst, die Kante eingezogen. Dann geht es weiter. Wird natürlich die Kappung gemacht, die Vorder- und Endkappung. Die Falzkante wird dann gekappt. Und im Prinzip natürlich auch oben, unten, bündig, Phase, Radius gefräst, was auch immer. Oder der Überschlag bearbeitet. Und in der Nachbearbeitung wird das Profil mit perforierten Falzkanten noch geschliffen. Wir haben da flächige Schleifsysteme oder eben Schleifbürstaggregate für alle möglichen Falzgeometrien. Hier sieht man nochmal ganz schön das Ausklinken des Falzes und die Eckbearbeitung. Und hinterher geht es dann weiter zum Schleifen. Natürlich sind auch sämtliche Sonderlösungen möglich, wie zusätzliche Nutteraggregate zum Einfräsen von Dichtungsprofilen, was immer nach Kundenwunsch gefordert wird, setzen wir um. Wir sehen hier etliche Muster von Türbearbeitungen. Die können wir Ihnen dann auch später noch im Detail dann vor der Kamera zeigen und auch drehen, wenn da irgendwo ein spezielles Interesse für eine gewisse Geometrie oder ein spezielles Profil besteht oder eine der Anwendungen. Bitte das dann vielleicht einfach auch im Chat nochmal kurz uns bekannt geben oder der Moderation bekannt geben, besser gesagt. Bei die Firma Ott fertigt auch Handlingsanlagen. Das geht von Beschickungsanlagen, Abstapelanlagen, Umsetzportalen, Roboter-Sortierlösungen, Rückführungen, alles aus einer Hand. Es gibt hier keine Lösung, die wir nicht realisieren können. Wir können Formate handeln bis zu 4 Meter in der Länge, bis zu 1600 mm in der Breite, bis zu 120 und mehr Kilogramm können wir handeln und stapeln. Was natürlich bei vollflächigen, großflächigen Werkstücken wie eben einer Innentür oder einer Feuerfesttür dann schon ein Thema ist, um die Mitarbeiter zu entlasten. Auch Roboter, Stapelanlagen, Abnahmeanlagen können wir oder Umsetzanlagen können wir umsetzen. Im Prinzip ist es eine absolut maßgeschneiderte Lösung für die Anforderungen des Kunden. Nachfolgend würden wir Ihnen auch noch gerne einen Film dazu zeigen, der einfach einen Überblick liefern soll über die Handlinglösungen, die wir bei uns im Haus konzipieren und die wir auch so in verschiedensten Ausprobierungen schon umgesetzt haben. Sie sehen jetzt hier den Film zu unseren Rückführlösungen in den verschiedenen Größen. Das startet eben mit der Transkompakt, die wir dann nachher sehen. Jetzt ist nochmal so eine kurze Einleitungssequenz. Und geht dann weiter mit der Translift und der Trans-Edge. Wir starten jetzt gleich mit der Transkompakt. Und zwar ist das eigentlich die kompakteste, wie schon der Name sagt, Lösung zu unseren Maschinen. Hier ist sie bei einer Tornado Plus beim Kunden verbaut. Auch mit dieser kleineren Lösung hat man schon relativ viele Möglichkeiten, um einfach sehr schonend und effizient zu arbeiten.
Wie man hier sieht, eben viele der Kunden scannen dann zum Beispiel das Material an und haben dann auch schon wirklich einen sehr durchgängigen Überblick über ihre Produktion. Hier sieht man eben auch, wie auch größere Teile relativ gut verarbeitet werden können mit einer doch platzsparenderen Lösung. Alle Rückführungslösungen sind bei uns voll integriert in die Steuerung der Maschine, so wie auch hier die Translift. Die Translift ist eben schon eine Portallösung, das heißt, wir arbeiten von oben mit einem Vakuumsauger. Wir können hier zum Beispiel, wie man sieht, mehrere Teile miteinander rückfördern. Hier gibt es auch einiges an Sonderanwendungen, die schon umgesetzt werden können bei der Translift. Wenn wir uns aber wirklich schon im absoluten Sondercharakter bewegen, dann müssen wir ein Stück höher rutschen zur TransEdge, die Sie dann später nochmal sehen werden. Hier kommen wir eben zur TransEdge-Rückführlösung. Auch diese Rückführlösung ist generell mit allen unseren Maschinen kombinierbar. Hier sehen wir eine Version mit einem längeren Sauger, wo wir dann bis zu 5 dieser kleineren Teile schon miteinander kombiniert haben. Auch diese, 4 sind es, nicht 5. Auch diese Lösung steht bei einem unserer Kunden und ist so in Betrieb. Es ist ein sehr entlastendes Arbeiten für die Mitarbeiter in dem Betrieb. Es sind mehrere Stapellösungen möglich. Wie Sie sehen, ist hier alles integriert in die Steuerung, also kein eigenes Bedienfeld notwendig. Und wir sind natürlich Ansprechpartner, nicht nur für die Maschine, sondern für das Gesamtkonzept und die gesamte Lösung. Das heißt, Sie sparen sich auch Ansprechpartner. Ja. Soweit der Überblick nochmal über die Rückführlösungen aus unserem Hause. Dann geht es noch weiter, einfach damit Sie auch noch ein bisschen einen Einblick bekommen in all das, was wir noch tun, zusätzlich zu den Door Edition Maschinen, die Sie vermutlich am meisten interessieren werden. Und zwar geht es ja auch noch weiter um andere Sonderlösungen, andere Sonderanwendungen, die wir im Hause in unseren Maschinen umsetzen. Was mittlerweile standardmäßig in anderen Maschinen drinnen ist, ist ein Nesting-Paket, das eben auch trotz Ausfräsungen ein sauberes Bekantungsergebnis bekommen. Das sehen Sie bei dem hintersten dieser Teile. Eine Sonderlösung im Bereich der Nut-Aggregate ist bei vielen größeren Maschinen, ist da sehr viel Verschiedenes möglich. Zum Beispiel haben wir auch schon einsatzgesteuertes Lamellonuten umgesetzt. Bürstaggregate für Oberflächen mit Struktur, eben die sogenannte Echtholzhaptik. Auch da gibt es viele Möglichkeiten, damit man auch da ein sehr schönes und sauberes Ergebnis erzielt. Und was jetzt mittlerweile schon seit einigen Jahren eigentlich Standard sein sollte, ist eine saubere Verarbeitung von Materialien mit einer Schutzfolie. Und zwar sind das meistens die matten und hochglänzenden Flächen. Auch das ist bei uns kein Problem und wird über eine ganz einfache kleine Veränderung der Ansteuerung bei der Radiuszieglinge möglich gemacht. Oder bei der Profilzieglinge besser gesagt. Damit Sie vielleicht auch noch ein bisschen auf dem Laufenden bleiben können, was wir sonst noch so tun, was wir anbieten, welche Lösungen wir schon umgesetzt haben und auch welche Events sich bei uns so tun, können Sie gerne auf unseren diversen Social-Media-Kanälen uns folgen. Wenn Sie diesem QR-Code zum Beispiel folgen, kommen Sie ganz einfach auf eine Landingpage, wo Sie dann alle unsere diversen Vertretungen im Internet finden. Und wie eingangs schon erwähnt, würden wir Sie sehr gerne einladen zu unserem Eröffnungsevent. Und zwar vom 3. bis zum 7. Oktober 2022 wird sowohl die Produktionserweiterung, wir haben nämlich insgesamt um mehrere 1000 Quadratmeter uns vergrößern dürfen, als auch der neue Showroom, die werden eröffnet und wir feiern 30 Jahre an diesem Standort. Wir bieten Ihnen gerne Beratungsgespräche und Vorführtermine zwischen 3. und 6. Oktober an. Wäre natürlich eine Anmeldung erbeten. Und der Tag der offenen Tür findet dann am 7. Oktober statt. Das ist eher ein komplett offenes Event. Da dürften auch viele Leute aus der Nachbarschaft kommen. Da wird wahrscheinlich das Potenzial der wirklich guten Beratungsgespräche nicht mehr ganz so da sein. Ein Anmeldeverfahren zu dem Ganzen kommt dann noch online in wenigen Wochen bei uns auf der Homepage. Dann können Sie auch wirklich schön schon anmelden und auch schon vielleicht Ihren gewünschten Ansprechpartner schon mal avisieren bei uns im Hause. Wie auch vorhin schon gesagt, bei diversen Fragen gerne an marketing@rothpaul.com wenden. So, jetzt würden wir dann ganz gerne wieder unsere Kamera scharf schalten und gerne, wenn es diverse Fragen gibt, für Sie bereit sein. Wir können auch jetzt noch ein bisschen ein paar Musterteile zeigen. Wir haben da einige vorbereitet. So, einen Moment. Wir sollten, glaube ich, wieder online sein. Genau. So, hier sehen wir eine 80 mm Trägerplatte, beleimt mit 25 mm Massivholzkante.
Das haben wir realisiert für einen Kunden im Objekt Brandschutztürenbereich, wobei hier die Verleimung mit PU stattfindet, PUR-Klebstoffen, und somit natürlich auch eine feuerhemmende Verleimung möglich ist. Natürlich geht es dann weiter, Massivholzbeleimung an normalen Türblättern bis zu 25 oder eben 28 mm Massivholzkantenstärke, wo wir hinterher dann natürlich auch sofort dann in einen zweiten Arbeitsgang den Falz einfräsen können und eben den Falz auskleiden können mit diversen Furnierkanten oder lackierfähigen Kanten und die Falzgeometrie fix fertig hinterher nachbearbeiten und bis nachschleifen. Das sind eben zwei derartige Kantenmuster zum Beispiel, die wir bei uns schon mehrfach jetzt bearbeitet haben, aber auch bei Kunden haben wir schon ganz viele neue Materialien ausgetestet. Verschiedenste Furniere, also wir sind nicht beschränkt auf ein bestimmtes Furnier. Ein weiteres Highlight an den Door-Edition-Maschinen aus unserem Hause ist die Bearbeitung von Pfostenstöcke oder Rahmenstöcke, wie sie auch genannt werden. Hier wird im Prinzip ein Massivholzkantel in einen Arbeitsgang vorgefügt, Kante aufgetragen, die gewünschte furnierte Kurkante oder lackierfähige Kante, dann im gleichen Arbeitsgang ein Falz eingefräst oder ein Doppelfalz eingefräst, das sind Einfach- und Doppelfälze möglich, im selben Arbeitsgang in den Falz die gewünschte Furnier eingeleimt und noch die Nut eingefräst für das Dichtungsprofil. Bei Zierbekleidungen gibt es bei uns auch einige Möglichkeiten. Ich hoffe, man kann es hier einigermaßen gut sehen. Und bei dieser Kunden haben wir realisiert, wir haben in das Profil der Bekleidung zuerst die MDF-Federn eingeleimt und in einem zweiten Arbeitsgang wird auf die MDF-Feder dann die jeweilige Furnier aufgetragen. Und somit haben Sie eine schöne Zierbekleidung, hier halt ohne Profil, eckig, modern. Oder Zierbekleidungen für im MDF mit Radius gefräst und geschliffen, die hinterher dann, wie Sie natürlich wissen, lackiert werden. Futterbretter, hier mit Zierbekleidung eingesteckt, können in einen Arbeitsgang die Kante angeleimt werden, die dementsprechenden Profile eingefräst werden, auch in doppelseitiger Arbeitsweise, somit dass wirklich in einem Durchlauf eine Zierbekleidung fix fertig inklusive Formatbearbeitung aus der Maschine kommt. So, eigentlich wären wir hier soweit durch. Ich hoffe, wenn Sie noch Fragen haben, stehen wir jetzt zur Verfügung. Genau, also ich hoffe, der Vortrag war soweit informativ für alle. Wir haben versucht, eben unsere Sonderanwendung der Door Edition relativ gut hier für Sie darzulegen. Am einfachsten geht es natürlich trotzdem immer, wenn jemand zu uns direkt zu einer Vorführung kommt, dann kann man dann wirklich am Objekt dann auch wirklich genau sehen, um was es hier geht. Wozu ich Sie auch gerne einladen möchte, ist, dass Sie, wenn Sie noch weitere Fragen haben oder genauere Unterlagen benötigen würden, dass Sie eben direkt mit uns Kontakt aufnehmen oder gerne auch im Nachgang über BM und DDS. Wir haben natürlich auch noch ein bisschen Informationsmaterial, das noch etwas weiterführend ist. Auch genauere Filmaufnahmen können wir noch zur Verfügung stellen, damit man sich einen besseren Eindruck machen kann. Ja, soweit wären wir jetzt eigentlich mit unserem Pflichtteil soweit durch. Ja, nach der Pflicht kommt die Kür. Vielen Dank, Frau Brunner und Herr Steiner. Ja, ich fand die Videos und die bildhafte Darstellung sehr interessant. Das war ja fast wie so eine Fahrt durch die Maschine durch. Da kann man sich wirklich schön vorstellen, wie die einzelnen Aggregate da ihre Funktion ausspielen und am Ende ein fertiges Produkt rauskommt. Und Sie hatten ja auch eine Vielzahl von Anwendungsprodukten mitgebracht an Beispielen, was Sie mit Kunden und für Kunden realisiert haben. Wie sieht das aus, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Haben Sie Fragen? Dann stellen Sie sie jetzt oder nutzen Sie eine der vielen Möglichkeiten, die Frau Brunner gerade nochmal erwähnt hatte. Herzlichen Dank auch schon mal für die Einladung, die ja hiermit in die ganze Runde offenbar ausgesprochen wurde. Die diversen Chefredakteure. Ja, wir kommen auf jeden Fall vorbei und schauen uns das dann
live an bei Ihnen nochmal im Showroom, genau. Die Technik mit den Möglichkeiten dann vor Ort. Gibt es Fragen hier im Chat? Ein wenig Zeit können wir unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch geben. Ansonsten war es wirklich sehr beeindruckend, wie sich das Thema Kantenbearbeitung weiterentwickelt hat. Auch, Sie haben mir einen kleinen historischen Rückblick gegeben, auch in die Unternehmensgeschichte. Ja, quasi vom Bügeleisen bis zur Hightech-Produktion jetzt. Ja, wir haben auch bei uns hier im Showroom zum Beispiel eine alte Maschine stehen, also wo man auch wirklich noch ein bisschen so die Anfänge des Kantenleimens, aber die ersten Anfänge des automatisierten Kantenanleimens sich anschauen kann. Die ist Baujahr 1981 und wirkt jetzt mittlerweile doch schon sehr historisch. Ja? Also wenn man da so zurückblickt mit 40 Jahre oder über 40 Jahre Neuentwicklung im Kopf, dann ist das schon ein großer Sprung, der sich da ergeben hat. Ja, ich denke, manchmal braucht man auch diese Zeitsprünge, um wirklich so eine Entwicklung begreifen zu können, auch im Vorfeld für so eine Veranstaltung, wie wir sie jetzt hier wieder haben. Wenn man mit den Firmen spricht, mit den Vertretern spricht, mit den Technikern spricht, dann heißt es immer, ja, wir haben ja nicht viel Neues, was ist da schon passiert? Aber es sind eben die vielen kleinen Schritte, die dann eben über die Jahrzehnte oder über die Jahre auch schon wirklich dann zu ganz neuen Ansätzen auf einmal führen. Ja. Zum Beispiel wäre vor 20 Jahren das Thema Mehrprofiligkeit jetzt noch nicht wirklich großartig interessant gewesen oder vor 30 Jahren. Mittlerweile ist es eigentlich ganz normal, dass eine Kantenanleimmaschine auch bei uns das Haus mit mehreren Profilen eigentlich verlässt, dass der Kunde 1 oder 2 Millimeter zum Beispiel im Wechsel fahren kann oder auch mehrere verschiedene Profile wechseln kann. Das ist mittlerweile eigentlich schon Standard. Vielleicht sollten wir noch verweisen auf den Film der Dual Edition, den ganzen. Genau. Wir können interessierten Kunden dann auch noch den Link schicken zu einem kompletten Film der Dual Edition. Das wäre jetzt für diesen Vortrag vielleicht etwas zu viel gewesen, weil es doch schon sehr ins Detail geht und das auch, aber wie gesagt, da können Sie dann mit dem Brett sozusagen mitfahren durch die Maschine. Sie fahren mit dem Dürblatt durch die Maschine und genau, fahren wieder da zurück über mit dem Werkstück, mit dem Werkstück mitfahren sozusagen, würde aber hier vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengen, weil die Maschine, an der wir das gefilmt haben, ist auch tatsächlich eine Kundenmaschine, die hat schon etliche Meter Lauflänge sozusagen, die Maschine, und man fährt dann relativ lang mit dem, wenn man den ganzen Durchlauf durchmacht. Also es wird vielleicht den Rahmen etwas sprengen. Den Film finden wir bei Ihnen auf der Webseite oder wo ist der zu finden? Den Film finden Sie nur so jetzt nicht ganz auf der Webseite, sondern den haben wir normalerweise immer nur zur Verfügung für Kunden, die da wirklich Interesse zeigen, weil meistens das Thema Türenfertigung nicht so ganz ohne zusätzliche Hinweise oder Beratung eigentlich funktioniert. Also es ist doch so, dass man da sehr viele verschiedene Fragen und Rückfragen von den Kunden bekommt, die man dann eigentlich schon gerne im persönlichen Gespräch beantwortet. Ja, das haben wir auch von einigen Referenten heute gehört. Türenfertigung ist sehr speziell und immer wieder sehr individuell. Von daher überall die Einladung, eben auch die Beratung anzunehmen und sich dort gemeinsam dem Thema zu nähern und Lösungen zu finden, die dann technisch eben auch wirklich effizient sind und dann zu dem optimalen Ergebnis führen, wie sich das der jeweilige Tischler und Schreiner dann eben so vorstellt, wie ein individuelles Produkt dann sein soll. Ja, es ist leider keine Frage dazugekommen oder Gott sei Dank alles geklärt worden, wie man sehen möchte. Vielen Dank und bei Ihnen scheint die Sonne. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Dann kommen wir bei Ihnen vorbei. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Danke sehr. Wiedersehen. So, das Team ist wieder komplett. Ja, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, wir sind tatsächlich schon am Ende von Tag 1 der digitalen Praxistage Innentüren der Magazine BM und DDS angekommen. Also mir geht es so, ich habe wirklich viele spannende Impulse mitbekommen, interessante Einblicke auch in technische Details, was einerseits trocken erscheint, auf der anderen Seite aber ja, das Salz in der Suppe ist, ja, von Menschen, die sowas produzieren und in diesem Bereich erfolgreich sein wollen. Ich fand es sehr interessant. Und natürlich hoffen wir, dass es Ihnen auch Freude gemacht hat. Und noch mehr wünschen wir uns, dass Sie aus dem heutigen Tag frische Ideen und neue Impulse mitnehmen, mit denen Sie in Ihren Betrieben und gemeinsam mit Ihren engagierten Teams ganz erfolgreich Zukunft gestalten können. Herzliches Dankeschön von meiner Seite. Und ich übergebe jetzt nochmal an den Christian Gahle, weil wir wollen den Nachmittag auch nochmal mit einer weiteren kleinen Umfrage beenden. Das hat sich so gut etabliert und
Christian, bitteschön. Ja, der Weg ist heute nicht so weit zwischen uns. Wir möchten nochmal eine kleine Mentimeter-Umfrage als letzte Feedback-Runde sozusagen nochmal mit einbauen. Vielleicht haben Sie das Smartphone noch zur Hand, sonst starten Sie bitte noch einmal neu mit menti.com oder den QR-Code abscannen, den ich jetzt in diesem Moment Ihnen einblende. So, da kommt der QR-Code. Entweder mit dem Smartphone abscannen oder die Seite menti.com eingeben und dann nochmal den 40589546 eintippen. So, wer mit dabei ist, sendet mir gerne nochmal ein Zeichen. Kommen schon wieder einige dazu. Sehr schön. Ja, vielen Dank auch, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass Sie den ganzen Tag uns so treu gefolgt sind. Wir möchten noch einmal wissen, wie fanden Sie denn die Nachmittagssession? Sie kennen das vielleicht von heute Morgen noch. Einfach den Hebel so weit nach rechts schieben, wie es Ihnen gut gefallen hat oder wie es Ihnen genützt hat. Die erste Frage ist, war es neu und interessant für Sie? Und die zweite, können Sie das denn auch für Ihre tägliche Arbeit gebrauchen? Die Hebel auf Ihrem Smartphone nach rechts verschieben, soweit wie es für Sie zutrifft. Und einmal dann noch absenden, damit das Ergebnis dann auch wirklich hier eintrudelt. Und wir sehen, wie sich das entwickelt. Ja, wir sind auf jeden Fall im rechten Bereich, neu und interessant. Wie es dann für den einen oder anderen nützlich ist, bewegt sich so im mittleren Bereich mit ganz großer Streuung von ganz oben rechts bis einzelne auch ganz unten links. Je nachdem eben auch nach Ihrem Tätigkeitsfeld wird sich das unterscheiden und nach Ihrem eigenen Erfahrungshorizont. 15 Personen haben jetzt sogar mitgemacht. Das ist, ja, weiß ich nicht, ob das schon repräsentativ ist. Auf jeden Fall ist es schon mal eine schöne Möglichkeit, nochmal uns hier wirklich eine kleine Rückmeldung zu geben. Sonst würden wir uns ja vielleicht live im Raum begegnen und hier machen wir das eben mit den Smartphones. Ja, morgen früh geht's weiter, 10 Uhr. Haben Sie spezielle Wünsche an den morgigen Tag? Was hat heute vielleicht nicht ganz so gut geklappt? Schreiben Sie es einfach nochmal rein. Sie können hier frei auf Ihrem Smartphone jetzt die Tastatur benutzen. Ja, die Empfehlung, kurze Antworten, einzelne Wörter vielleicht nur, wenn Sie merken, Lautstärke war ein Problem oder was auch immer, schreiben Sie es gerne hier rein, klicken Sie auf Absenden, dann werden wir uns das eine oder andere Thema nochmal anschauen. Weiter so, das lesen wir natürlich auch gerne. Vielen Dank für die Rückmeldung. Hier ist jetzt ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, wenn Sie auf der Smartphone-Tastatur reinhämmern. Schönes Wetter. Ja, da muss ich Ihnen jetzt glauben. Wir sitzen hier bei verschlossenen Türen. Wir werden gleich mal rausgehen und gucken, ob das auch stimmt. Positive Rückmeldungen können Sie natürlich auch eingeben, hatte ich ganz vergessen zu sagen. Aber natürlich nehmen wir auch gerne Lob entgegen und auch unsere Referentinnen und Referenten freuen sich über positive Rückmeldungen. Ansonsten haben Sie alle unsere Kontaktdaten. Sie kennen sie von den Webseiten der Magazine WM und DDS. Wenn es etwas gibt, was Sie uns noch mitteilen möchten, auch immer gerne auf dem E-Mail-Kanal, telefonisch oder über die Mail, die hier im Vorfeld der Veranstaltung rumgeschickt wurden. Gerne mal 5 Minuten Kaffeepause zwischendurch. Ja, auch das ist ein Hinweis, den wir natürlich berücksichtigen können. Wir hatten jetzt in jedem Block 4 Vorträge hintereinander, also 2 Zeitstunden in der Regel. Das ist natürlich schon ein bisschen viel auf einmal vielleicht. Ja, könnte man natürlich darüber nachdenken, ob wir da die Agenda ein bisschen anpassen. Ansonsten, morgen 10 Uhr geht es weiter. Ich beende dann jetzt mal die Menti-Umfrage. Wie gesagt, nutzen Sie alle Kanäle, um uns Feedback zu geben und Wünsche zu äußern. Ja, bleibt mir nichts anderes mehr als Tschüss zu sagen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen morgen früh um 10 Uhr. Schön, dass Sie so zahlreich dabei waren. Ja, da steht es sogar. Und ja, auf ein Wiedersehen. Machen Sie es gut.